Der Platz ist ganz komisch. Und der Josef sitzt auf meinem, das stresst mich auch. Hey, bist du doch froh, du bist jetzt da auf dem Chefsessel. Willst du das Schaltzentrale? Nein, ich will auch nicht, dass jemand anders das jetzt, weil er druckt dann so komische Sachen und dann ist alles kaputt. Ich habe gestern auch schon, als ich mit Matthew das Ganze hier mir neu zugeführt habe, in meinem Kopf, habe ich auch schon Sachen gedruckt, wo ich heute noch ein Techniker kommen muss, dass ich das richtig mache. Ist ja gleich. Hauptsache, es funktioniert. Der Matthew stellt jetzt auch immer so eine Frage, so eine möchtegern schlaue Frage. Das habe ich mir noch nicht überlegt. Aha, super vorbereitet. Ja, aber ich glaube, die muss einfach so aus der Hüfte kommen. So einfach. So, der Matthew macht das so, immer so random, so aus der Hüfte. Keine Ahnung. Wann haben wir das letzte Mal... du hast mal Bums sagen. Nein, nicht. Wenn das letzte Mal... du hast das B auf der Lippe gehabt, ist gleich. Nein, wenn haben wir... Nein, ich weiß, ich habe schon das B gehabt, aber ich wollte sagen, wann haben wir das letzte Mal brüllt vor... Schmerz. Puh. Vor Schmerz brüllt. Ja, also so körperlicher Schmerz, nicht so seelischer. Du hast mir Leid zugefügt, sondern so. Ich glaube, noch nie im Fall. Was? Noch nie? Doch. Vor Schmerzen? Sicher. Das haben wir alle schon als Kinder. Ah ja, aber das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, wo ich mal mit einem kleinen Zechen so in die Bettkante reingelaufen bin, so fest, dass dann so auf die Seite. Weißt du, so rausgedrückt. Ah, Mann, ich weiss nicht. Dort ist mir, glaube ich, das letzte Mal wirklich so eine Träne runter. Und ich habe wirklich gedacht, das ist gebrochen. Aber irgendwie hat sich das jetzt wieder eingerenkt oder es sieht jetzt einfach so aus. Ich weiss, bei mir genau das Gleiche. Als ich die Krücke kann, mit der Krücke laufst du immer so, also du schwingst das Bein ja vorne, das Gesunde. Keine Ahnung, ich bin noch nie Krücke gelaufen. Und ich bin mit dem gesunden Fuß wirklich so die Kante unten vom Sofa, so eine Metallkante, mit dem Zechen voll reingeschwungen. Oh. Das ist voll geschwollen und es war auch so blau gewesen. Und dann ich so, meine Schwester also ist so Arzt, Gehilfin. Und ich schicke ihr dann immer Bilder von diesen Sachen. Ich sage so, hey. Was ist das? Hey, so, Spital, ja oder nein? Sie so, ja, tu es mal kühlen. Und scheint kannst du das meistens einfach sein lassen. Das ist nicht passiert. Ich glaube, bei Fingern und bei Zehen kannst du wie nicht viel machen. Nicht? Das ist einfach so, wenn es so ist, dann du kannst es ja nicht operieren. Du hast es einfach in den Schienen rein. Und die sind eigentlich auch so. So Finger und so Zehen halten etwas aus, Mann. Ja, Finger und Zehen sind eigentlich so die härtesten Siechen von einem, vom Körper. Nicht? Man unterschätzt, Zehen und Finger nimmt man immer so als selbstverständlich. Und sagt, man redet immer so, der Kopf, der Bauch, die starke Arme, aber niemand redet über Zehen. Und Finger, Mann, dabei ist das. Was würdest du machen ohne Zeche und Finger? Ja. Gar nichts. Aber kennt ihr da nicht auch die Profis, also ich sage jetzt mal die Ärzte, die ein bisschen zu lang im Business sind, für dass sie noch empathisch sein können? Also alle Ärzte eigentlich. Ja, also jeder Arzt. Aber es gibt schon eine Schwelle. Ärzte sind einfach... Ich frage mich, ob es bei Ärzten so ist, dass sie durch ihren Beruf nicht empathisch werden, dass sie wie so... Sie werden so funktional oder du siehst ja alles nur noch in irgendwelchen latinischen Begriffen und Symptomen. Oder ist man nicht empathisch und wird darum einfach Arzt? Also wird einfach der Asis Arzt? Das ist meine Frage. Ich sehe den Punkt. Ich glaube, es gibt so eine Mischung, Mann. Ich habe auch, als ich den Fuß operiert habe, mein Arzt war Deutscher. Und er war eigentlich mega cool. Ich habe das Gefühl, er ist aus Hamburg. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, Leute aus Hamburg sind so. Sind ein bisschen cool. Ja, und er ist auch nach der OP so um 9:30 noch in mein Spitalzimmer gekommen, was so. Einfach zum nochmal so schauen, wie es mir geht. Und das war mega nett gewesen, aber er hat es so mega kühl gemacht. Er ist so reingelaufen und hat so meinen Fuß angeschaut, so, ja, ist halt so operiert, ne? Und ich so, ja, du hast es gemacht, Bro, keine Ahnung. Und er ist einfach wieder gegangen und er hat mir keine Infos gegeben zum Ding, aber trotzdem nett, dass er gekommen ist. Aber das ist so ein bisschen auch deutsche oder vielleicht eine norddeutsche Eigenschaft. Mhm. So trocken, etwas einfach sagen. Bei uns ist mehr so, ja, geht's, bla. So, oder ich weiß nicht, die sind so ein bisschen direkter, die Deutschen. Ich habe die Frage eben eingangs gestellt, weil ich habe mein kleines Gesichtskapitel abgeschlossen letzte Woche. Ihr habt das alle schon mitbekommen. Ich habe ein kleines Pflaster jetzt. Ja, auf YouTube sieht man das jetzt. Sehr geschrumpft. auf dem Video. Und ich habe sehr Angst gehabt vor dem Termin. Ich habe ja damals gemeint, als ich die zum Aufrollen. Ich habe ja an meinem Kini ein eingewachsenes Barthaar gehabt, was sich dann herausgestellt hat, dass das eine Zyste ist. Mhm. Und dann bin ich zum Hautarzt, zum Dermatolog, wie ich jetzt gelernt habe, heisst er. Und dann hat
habe ich gemeint, ich gehe an und dann nimmt er ein kleines Skalpell und dann schneiden wir das raus und dann kriege ich das Fläschchen und das ist gut. Aber bei dem ersten Termin hätte man erst können sagen, was ich genau habe, dass ich wieder muss kommen muss, um das richtig rausschneiden mit Nähen und OP und lokaler Narkose und dem ganzen Zeug. Und dann habe ich 3 Wochen lang Panik gehabt, weil ich nicht gewusst habe, was auf mich zukommt. Ich habe noch nie genäht und dann bin ich wieder gegangen, letzte Woche, und habe das tatsächlich gemacht. Und es ist wirklich, sie haben in dieser Praxis die ganze Zeit von OP geredet und ich habe gedacht, ja jetzt, also komm, es ist im Fall einfach schnell 2 Schnittchen und... Ein bisschen nähen. Ja. Aber... Sonst auch rein raus fährt. Ja, sie haben sich rein raus. Sie hat sich tatsächlich durchwegs wie... als ob das ein OP ist, verhalten in dem Ärztezentrum. Ich bin reingekommen und dann bin ich sehr feinfühlig behandelt worden. Und was denn also losgegangen sehr ist... sehr feinfühlig? Bist du in die Massage gegangen? Nein, aber so normalerweise, wenn du zum Arzt kommst, dann wirst du eben so ein bisschen einfach abgefertigt. Zuerst machst du Ohrfeigen über. Hast du das Gefühl, er isst einen Döner, während er dein fucking Gesicht aufschneidet? Nein, ist ja logisch, aber, dass sie aufpassen müssen. Aber normalerweise... Das ist Wunde. Sie waren mega feinfühlig. Nein, normalerweise kommst du dort rein und sie haben schon Verzug und dann müssen sie dich abfertigen und sagen, oh, sie haben das und das, gehen sie jetzt wieder. Mhm. Weil der Arzt noch 6 andere müsste sie in dieser Zeit behandeln. Ja, aber normalerweise gehst du zum Arzt. Sind wir ehrlich, normalerweise gehen wir alle zum Arzt, weil wir ein Zeugnis brauchen. So 90% von der Zeit gehst du zum Arzt wegen dem Zeugnis. Und nicht, weil du jetzt nicht weißt, wie die Krankheit kannst heilen kann. Also wegen einer Grippe. Also ich wäre auch hässig als Arzt, wenn jetzt wieder so einer rein... Wenn du jetzt reinkommst und oh, ich habe ein bisschen Bauchweh und ich brauche ein Zeugnis. Ja, komm, fick dich, nimm dein Zeugnis, ciao. Mhm. Aber weißt du, bei so etwas ist ja schon, du hast schon wirklich etwas, wo geschnipselt werden muss. Wären die Ärzte, die genau wissen, die Leute wollen einfach ein Zeugnis, damit sie ein Zeugnis... Safe. Und dann würdest du sie geben? Safe. Wärst du so ein Bro-Arzt? Safe. Ja. Nicht Bro-Arzt, aber... Sehr wahrscheinlich würde ich dann noch so eine Klage am Hals haben, weil ich es zu oft gemacht habe und Leute wirklich etwas Schlimmes hatten. Und ich habe es wie so... Ich wäre einfach ein bestechbarer Arzt. Okay, du hättest auch eine Klage am Hals. Schau, du kommst schon dein Zeugnis über, aber reden wir mal darüber, wie viele freie Tage du willst und wie viel ich von dem profitiere. Du hast sicher so eine Spardose auf dem Ärztepult, wo du 5 Liber reinfallen musst. So wie die, wo Schwarzgeld draufsteht, wie so in diesen Coiffeursalon. Also ich weiss nicht, mein Grossvater ist ein Arzt gewesen und der hat eine Praxis gehabt, gerade unten an der Wohnung. Wirklich, sind oben gewohnt und unten dran war die Praxis gewesen. Und also er war Tschech gewesen, der hat nur so tschechische Kunden gehabt. Und sie, also Kunden, Patienten. Ich glaube, es waren eben auch Kunden gewesen. Ich habe immer so das Gefühl, er hat es recht gechillt und ich habe nie so gewusst, für was er jetzt genau Arzt ist. Und ich weiß nicht, ich glaube, bei ihm sind noch ein paar... Ich glaube, der hat auch noch so ein Side-Hustle gemacht. Ich glaube, wenn ich mir das vorstelle, wenn ich Arzt wäre, ich würde es glaube machen wie er. Weißt du, einfach so ein bisschen, hey, es muss ja nicht... Nur, weißt du, irgendwann hast du die Diagnose gestellt, das ist doch langweilig. Dann kannst du irgendwie nebendran, die Leute kommen ja zu dir, dann kannst du ihnen ja vielleicht auch noch irgendwie Küchengeräte verkaufen oder etwas. Also, weißt du? Ah, du hast den Kunden ja eh schon im Laden. Ja, und du musst dir mal vorstellen, ich meine, du hast so wenig, also ich merke es jetzt so, mit Kindern und so, du hast so wenig Zeit, um Sachen erledigen in der Woche, weil entweder du bist am Arbeiten oder dann hast du irgendwie eine Familie, Kindbetreuung und dann ist irgendwie ein Wochenende und dann musst du irgendwie etwas Soziales unternehmen. Wann gehst du deinen Stabmixer kaufen? Und wenn du jetzt das beim einem Arzt könntest machen oder bei einer Ärztin, wäre doch das mega praktisch. Ich meine, die Post hat doch das auch. Bei der Post kannst du doch du jetzt unterdessen, wenn du auf die Post gehst, so andere Sachen, Handy-Abos abschließen. Du kannst so ein kleines Lädeli mieten innerhalb von der Post, also so ja. Einen Stand. Kannst du mieten? Ja, es gibt jetzt neue so mietbare Regale und dann kannst du deine selber angemalten Tasten kannst dort verkaufen. Wenn du so ein kleines KMU bist, das selber angemalte Tasten produziert, kannst du deine selber angemalte Tasten verkaufen. Ja, aber also ich weiss nicht, ob ich jetzt beim Arzt wäre und einen Stabmixer kaufe, während so einen anderen Urinprobe nebenan abgibt. Das ist so. Ja, aber es wäre so ein bisschen mehr Erlebnis. Weißt du, anstatt dass du dort im Warteraum kommst, ja immer die Gala und die ganzen Heftchen über, wo das Glückspost und so, der Scheiß. Und anstatt das könntest du dort dann eigentlich so kleine Verkaufstecken machen mit verschiedenen Sachen. Ja, und ganz viele Werkzeuge, die Ärzte und Ärztinnen brauchen, brauchst du im Alltag auch. Also sie heissen einfach anders. Zum Beispiel? Sag 3. Also ja. Komm, sag 3. Also, was du im Alltag brauchst, was ein Arzt auch braucht. Also zum Beispiel ein Skalpell. Wann brauchst du ein Skalpell? Zum Rüebli schneiden mal.
Das wäre aber weit hergekommen. Das würde mega easy funktionieren. Gut, also gilt schon mal nicht. Was hast du noch? Ich kenne doch die Begriff also nicht von den Ärzten. Es funktioniert. Die coole Zange, die sie amigs brauchen, um so die... Zurück zu der Frage. Wann, in welchem Moment von dieser OP hast du brüllt? Weil das war ja deine Anfangsfrage. Wann haben wir das letzte Mal brüllt? Und ich nehme an, du hast müssen brüllen. In dem Moment, wo sie mir so ein grosses, hellgrünes Papiertuch über mein Gesicht gelegt haben, wo nur noch so ein ganz kleines Loch ausgeschnitten ist, wo der Teil vom Kini frei behalten, den sie operieren müssen. Dann ist es mir zuerst mal so ein bisschen mulmig geworden. Und dann ist dann die Spritze gekommen, die meine ganze Backe gelähmt hat. Und nachdem hast du zwar nichts mehr gespürt, aber dann ist alles gehört, was passiert. Ah, das ist eklig. Oh. Weil es ist so nah am Ohr gewesen. Und dann ist man eventuell so eine ganz kleine... Kennt ihr das, wenn er schnell... im kalten Winter laufen oder irgendwie Velo fahren oder so, dann kommen doch so ganz kleine Tränen aus den Augen. So, ja, aber so eine Tränen in dieser Größe ist man dann vielleicht kurz runtergeholt. Einfach weil es so grusig tötet. Ja, ja das würde ich, das checke ich auch nicht, wenn Leute so den Arm brechen und nachher operiert werden so, und keine Vollnarkose nehmen. Ich sag so 2 Stunden lang nebendran liegen und... Aber tut man das nicht irgendwie? Könnt ihr den Kopfhörer anlegen oder so? Ja, das nicht? Hätte sie können. Aber das ist die fehlende Noise Empathie Canceling. Vom Arzt. Ja, dass du... Hat es nicht so ein bisschen... Ja, wie hat's ein bisschen so. Sie hätten den Noise Canceling Kopfhörer können verkaufen vor der OP. Siehst du jetzt? Ich sag auf. Das. Schau, probieren Sie die mal für die Operation aus, wie sie wirken. Hören Sie etwas? Wenn Sie Interesse haben, hätten noch 20% Rabatt, dann können genau Sie es nach der OP noch kaufen. Das wäre das Beste gewesen. Oder schon nur irgendwie... jetzt habe ich das Wort vergessen. Wie heissen die in den Festivals reinsteckt? Die Ohrenstöpsel. Ohrenstöpsel. Schon nur das wäre eine grosse Hilfe gewesen. Wirklich. Und es war nicht der Schmerz, den ich verspürt habe, weil es so weh macht, weil die Nerven so strapaziert sind, sondern eigentlich rein das Geräusch, das ich gehört habe, hat in mir innen so einen Schmerz ausgelöst. Naja. Wo ich musste sagen, hey, das war wirklich unchillig gewesen. Aber es ist 10 Minuten gegangen und dann nochmal ein Moment, wo der Arzt wieder null Empathie zeigt. Und in der gleichen Zeit hat es eine Assistenzärztin dabei gehabt, die eigentlich wie in der ganzen Zeit zu mir geschaut hat und auch irgendwie, ich sage jetzt mal, den sozialen Teil übernommen hat von der Operation. Und sie hat sich dann nach der Operation fast ein bisschen entschuldigt. Der Arzt hat so, ist alles fertig gewesen und so und es ist genau gewesen, das Pflaster drauf. Und dann sagt er so, ja, ich tue das jetzt einschicken und dann bekommen sie dann den Befund. Und ich so, es ist ein eingewachsenes Barthaar, also was... Aha, er hat nicht mehr gecheckt, was er macht. Einerseits hat er nicht mehr genau gecheckt, was er macht. Oder er hat mir das Gefühl gegeben. Und ich musste dann mega nachfragen, wieso er das jetzt einschickt. Und ich musste wirklich die Antwort rauspressen. Ärzte tun das anscheinend immer einschicken, wenn sie etwas rausnehmen, um zu schauen, ob es bösartig ist oder nicht. Aber das hat er mir nicht gesagt. Er hat mir einfach, ich habe in dem Moment das Gefühl gehabt, er weiss mehr und hat das Gefühl, er hat mir das letzte Mal erzählt. Ja, aha, okay, aber ja, hat nichts gesagt. Weißt, es ist immer auf der Basis, ja, eingewachsenes Barthaar und plötzlich kommt er von einschicken und ich zeige und ich tue ihnen dann den Befund mitteilen. Und ich so, ich habe aber gar nie gewusst, dass ich das bräuchte. Hast du jetzt den Befund bekommen? Nein, den habe ich noch nicht bekommen. Kommt, glaub, darum bist du die ganze Woche schon so ein bisschen hibbelig? Ich bin ein bisschen hibbelig. Du bist ein bisschen hibbelig, einerseits, glaub, weil der Matto nicht da ist und du jetzt gewusst hast, du musst heute allein das Podcast-Studio übernehmen. Das hat dich, glaube ich, ein bisschen nervös gemacht. Und das eingeschickte Barthaar. Es sind jetzt... Oder Zysten, oder was ist es jetzt? Ja, es ist ein bisschen beides, es ist ein Bart. Ist ja gleich, aber ich sehe, der Heilungsprozess ist am Laufen. Letzte Woche hast du noch so ein grosses Pflaster drauf gehabt. Halbes Gesicht. Letzte Woche hast du wirklich lustig ausgesehen. Das sieht man dann übrigens, glaube ich, in 2 Wochen dann auch im übernächsten Sonntagsvideo. Stimmt. Weil du bist Polizist und man hätte müssen das Pflaster in die Rolle quasi einarbeiten. Du hast jetzt einfach random ein Pflaster auf dem Gesicht. Es ist ein bisschen... die letzte Woche war ein bisschen interessant, weil ich dachte, jetzt kann ich einmal schauen, wie ich ankomme so in der Außenwelt. Und habe eigentlich... Natürlich fragen alle immer, ui, was hast du denn gemacht? Mhm. Und ich habe... Wie meinst du, wie du ankommst in der Außenwelt? Ich habe das Pflaster als... habe ich die Gunst der Stunde genützt und habe versucht, Leute vorzugaukeln, dass es von einer Schlägerei kommt.
Du musst nicht immer im Fall so ein soziales Projekt, so ein Experiment daraus machen. Im Fall. Du kannst einfach auch ein fucking Pflaster haben und gesund werden. Das ist wirklich. Ich habe noch gefragt, wieso du unter Druck stehst. Ob das grundsätzlich aufgeht, die Geschichte, dass ich das im. Von der Fakt, dass du denkst, dass man bei einer Schlägerei dort nachher ein Pflaster ran tun muss, zeigt, dass du noch nie in einer Schlägerei gewesen bist. Ja, also das Resultat vom Experiment... Bist du schon mal in einer Schlägerei gewesen? Das Resultat vom Experiment, ja, kann ich euch so offiziell mitteilen. Ja, mega spannend, erzähl's. Es hat niemand geglaubt. Ah nein. Ah nein, wirklich. Und dann habe ich immer im Nachhinein gesagt, aha, ja, du hast recht, es ist nicht von einer Schlägerei, es ist ein eingewachsenes Bad. Ah, und dann hast du dann die ganze Geschichte erzählt und dann von dieser oben, die armen Leute um dich herum, die das sich haben müssen. Ein Salat essen am Mittag und dann erzählst du ihnen da deine Schlägerei und nachher deine... Ja, du bist, bist wahrscheinlich extra, wenn du zu den Leuten gelaufen bist, bist du immer so mit der Seite vom Gesicht her, wo das Pflaster ist. So, fällt dir etwas auf? Wenn ich jemanden gerufen habe, hast du immer den ganzen Körper gedreht und nicht den Kopf. Mit einem das Pflaster. Das sind so die Leute, die mich nerven, wenn sie eine Verletzung haben und das so zur Schau stellen. Es gibt so Leute, die zum Beispiel, dann haben sie etwas am Bein. Der Jos hat das auch gehabt, ich finde, du hast es relativ classic gelöst. Also gut, du bist einfach nicht aufgetaucht, weil du bist krank geschrieben gewesen. Also so macht man es auch. Leute sind zuhause, oder? Und dann gibt es aber so die Leute, die dann die ganze Zeit so, ich bin jetzt gerade im Spital, ich muss es auf Instagram posten, schau mal, ich habe da Spritzen, mega schlimm. Und dann so, jetzt gehe ich mit dem Gips im Ausgang, schau mich mal an, wie ich mit dem Gips im Ausgang gehe. Und dann so die ganze Aufmerksamkeit erhaschen. Und diesen Menschen würde ich am liebsten gerade noch das zweite Bein brechen. Das nervt. Ja, so, aber das hey, chill's mal, du hast ein Bein gebrochen. Andere Leute sind ihr das Leben lang im Rollstuhl. Das chill's mal, so, nur das weil du ein Pflasterli da hast. Darum ein bisschen mehr ja. Understatement für jetzt da deine Sachen. Verletzte Leute sollen daheim bleiben. Das Ding ist, ich finde es zum Beispiel okay. Die Leute mit eingewachsenen Haaren, die sollen gar nicht sagen. Die daheim bleiben. Ich finde es zum Beispiel okay, wenn du einen Gips am Bein hast, dass wenn du so in den Zug reinlaufst und so ein bisschen, den Leuten zeigst, so, ich habe echt Mühe zum Stehen, kann jemand Platz machen. Weil es ist schon mühsam, in so einem Zug mit so Krücken und Gips am Bein. Schwur, weil es rüttelt dich so umeinander. Aber jetzt eine riesige Szene daraus machen ist also. Ich finde, wir reden schon ein bisschen zu lange über das Haar. Ja. Reden wir wieder darüber, wenn du wirklich einen schlimmen Befund bekommst. Nein, klopf auf Holz. Ja, wir müssen vielleicht schnell erklären. Es ist schon erklärt. Der Matto ist in der Ferien in Griechenland oder in Angola. Ich weiß nicht. Ich habe rausgehört, dass es Angola. Weißt du, ist er in Griechenland oder Angola? Ich habe nur ein Insta-Bild gesehen, das hat eher nach Athen ausgesehen als nach. Ich weiß gar nicht, wie es in Angola aussieht. Keine Ahnung. Also, ich weiß vor allem, dass bei ihm vor allem auch der Weg das Ziel ist. Und ich glaube, er ist irgendwie so 4 Tage angereist. Das könnte tatsächlich Angola sein. Es könnte aber auch Athen sein, mit sehr mühsamen Anreise. Und so. Wenn ich den Matto kenne, ist es wahrscheinlich schon in Athen mit einer exorbitant mühsamen Anreise. Ja, aber dann, was? Er wird einfach aus Prinzip nicht fliegen, oder? Das geht doch ins Tessin. Also ich weiß das auch. Ich finde auch. Aber ja, also ich glaube, er hat wieder zugeschifft, Schiffreise, die grosse 50er-Jahre Retro-Reise mit dem Schiff auf Griechenland. Genau. Ich glaube, wir müssen tatsächlich warten, bis er wieder da ist und von seinem grossen Abenteuer erzählt. Ich habe ganz kurz gefacetimed mit ihm gestern, zu Abend. Wie geht's ihm? Gut, grundsätzlich gut. Grüße gehen raus. Er hat einfach bewusst das mal das Podcast-Mikrofon daheim gelassen, dass es auch wirklich Ferien sind für ihn. Finde ich grundsätzlich stark. Er hat aber etwa gleich viel Zeit aufgewendet, wie einen ganzen Podcast aufzunehmen, um mir das ganze Studio erklären. Per FaceTime. Von dem her, ich sage jetzt mal, die Endrechnung ist vielleicht nicht ganz aufgegangen, aber der gute Wille, Ferien zu machen, ist da gewesen. Ich ziehe eine positive Bilanz daraus, dass ich jetzt am Chefplatz sitze. Das gefällt mir natürlich sehr. Mir ist noch ein bisschen ungewohnt, aber ist okay. Ich gönne dir das. Man kann ja die Sterne, die man heute verteilt, auf Spotify oder sonst auf dieser Plattform, die ihr hört, gehen nicht auf den Podcast, sondern auf die Performance von dieser Seite. Es ist wieder ein Challenge. Es ist einfach wieder. Ich höre darauf, immer Challenges stellen und immer irgendwelche Projekte neu starten. Und ja, ich habe ausgerechnet, die Sterne sind eben von dort, wo ich auf dem Chefsessel war. Hör auf, am Matto seinen Job wegnehmen. Gell? Das ist der Debriefing 404 Podcast mit dem Joso, dem Phil und mir, Matthias Moiri. Bünd. Moiri.
Ja. Und was muss ich jetzt machen? Warte schnell. Das Intro. Nein, was hat er gesagt? Wir sind der Podcast, wo niemand darauf gewartet hat, aber trotzdem gelost wird. Und, dann hat er noch gesagt, bewertet uns, folgt uns, wir haben Freude. Nein, ich dachte, das müssen wir jetzt heute endlich nicht machen. Komm, mach das Intro. Und das, dann sagt er, am Schluss sagt er immer, let's go. Debriefing. 404. Drei Dullis, viel zu tun, null Bock. Und dann sagt er, gut, Philipp, du hast ja das Wochenende wieder... Du bist wie so ein Kind, das zuerst mal auf einer Bühne ist. Ich bin mega nervös. So, red doch einfach mal. Ja, tschüss, Mann, der Josef ist da. Man kann da nichts machen. Es ist alles. Das stimmt, er ist ganz weit weg. Egal, ob der gehört aber alles, wenn es schon spannend ist. Ich finde, es gehört zum guten Ton von dem Podcast, dass die Abwesenden geehrt werden, indem wir den Arbeitsplatz von dieser Person beschreiben. Unbedingt. Weil ich bin letztes Mal ja drunter gekommen, beziehungsweise vorletztes Mal, wo der Jonathan da war. Und es hat geheißen, auf meinem Arbeitsplatz hat sie viel Brösmeli und meine Regenhose tröpfelt über den Bildschirm und es ist wirklich einfach so ein bisschen grusig. Das hat niemand gesagt. Es ist ein bisschen grusig. Ja, auf jeden Fall, es ist viel geredet worden. Ich habe das eingesteckt und schaue besser zu meinem Platz. Deinen Platz, Moiri, haben wir schon... Den haben wir letztes Mal besprochen. Ja. Am Josef seinen Platz nehmen wir nächstes Mal noch im Detail durch. Das ist auch ganz komisch. Ja, das ist wirklich komisch. Das ist der weirdeste Platz. Aber jetzt reden wir über den Matt aus rein. Ja. Erstens, der Matt, die kleine Ratte, hat seinen Platz komplett leer geräumt. Er hat genau gewusst, was kommt. Hat alles weggeräumt. Vor seinen Ferien. Ja. Der ist jetzt leer. Es hat so einen Topf von einer Pflanze und die Pflanze ist nicht mehr drin. Den hat er nicht entsorgt. Ich glaube, er hat sogar die Pflanze noch rausgerissen, damit man nicht sagen kann, die ist ausgerechnet. Ja, die Erde ist aber mega trocken im Topf. Es ist wirklich, der Platz sieht aus, als ob er gekündet hat. Ja. Oder? Hey, also wirklich so. Jetzt, wo du sagst, meinst du, er kommt zurück? Nein, sein Frittieröl ist noch dort. Mann. Ah, okay. Er geht sicher nicht ohne. Das Frittieröl ist seit dem August dort. Er hat zwar auf dem Tisch aufgeräumt, aber unter dem Tisch ist immer der gleiche Mess wie früher. Ja, er hat so eine grosse graue Kiste, weißt du, die man stapeln kann. Mhm. Und dort drin, das ist die widrigste Kombination, die man sich grundsätzlich überhaupt vorstellen kann. Genau, das Frittieröl. Wieso hat er Frittieröl am Platz? Genau. Wie? Ich weiß nicht. Wir haben nicht mal eine Fritteuse in unserem Büro, zum Glück. Ich glaube, irgendwann wollten wir mal Pommes machen. Es hat doch mal die Idee gegeben vom Frittier-Ziehstück, nicht? Dass man jeden Ziehstück... etwas frittieren, jeden nimmt Sachen mit und nachher frittieren wir es. Ja, aber er hat das auf so ein weirdes Level getrieben, dass das Frittieröl schon besorgt, aber dann ist irgendwie die Idee versandet. Ja, es hat aufgehört beim Frittieröl. Wir haben nie mehr etwas anderes mitgenommen. Also, es ist auch immer, wenn ich eine gute Idee habe. So. Ja, also in dem Fall. Ich kaufe mal Skischuhe. Und dann Skifahren. Und dann hast du einfach Skischuhe daheim, aber gehst 10 Jahre lang nie Skifahren. Es fehlt einfach so die andere Hälfte, so die ganze Große. Ja. Ist ja gleich. Also wir können uns ja gut erinnern an den Platz, wo er noch gelebt hat. Ja. Also den Platz. Man, du, sein Tisch ist eigentlich der Gugus-Tisch. Er hat mega viel Müll auf dem Tisch. Er hat einfach so random Geodreieck auf dem Tisch. So irgendwelche Sticker, noch irgend so ein Schachtel mit Karten drin. Die ganze Zeit irgendwelche Post. Aber er tut immer so, als wäre alles, was auf dem Tisch ist, mega wichtig. Mhm. Und jetzt hat das dort seinen Platz. Da bist du einfach angeschmissen. Ich glaube, im Meta ist viel einfach so, es ist so ein Understatement. Es ist so, bei jedem anderen würde man fragen, was läuft mit dir, bringt dein Leben im Griff. Und er hockt in so einer Selbstverständlichkeit an dem Platz, dass einfach so ist, voll. Mal, er braucht jetzt das Geodreieck, die Pflanze und das Frittieröl. Mhm. Weil man hinterfragt es gar nicht. Er hat die absolute autoritäre Ausstrahlung in dem Chaos, wo er drin sitzt. Er hat etwa ein halbes Jahr lang so ein Ventil von so einer Gasflasche, wo so gefährliche Gas drin sind. Aber weißt du, nur das Ventil für etwa 180 Stutz mit so paar Druckanzeigen auf dem Ventil und so einem Hahn aus so mega gut verarbeitetem Material. Und das ist ja einfach auf seinem Tisch. Das ist ja unnötig. Was machst du mit dem? Ja. Und dann habe ich gedacht, kann ich das mal in den Kasten versorgen? Also, nein. So, okay, du brauchst es in dem Fall morgen. Nein, aber lass hier, das ist mein Platz. So. Das ist wirklich und du darfst ja nie Fragen stellen zu den Sachen. Ja. Es ist wie so,
Was fragst du so dumm? Das ist ja nie so Vorschläge. Wie, sorry, es gehört zu seinem Tisch, sein Desktop. Also ich hasse es, wenn er an seinem Desktop ist. Ich hasse es, wenn er mir etwas zeigen will und sein Desktop ist einfach voll gemüllt mit 700 Millionen Bilder, Ordner, irgendwelchen komischen Videos, allem Möglichen. Und dann tut er immer so als wäre es nichts, so das Finden, was er mir gerade zeigen will und so selbstverliebt draufklicken. So. Nein, das ist keine Unordnung. Fick dich, es ist eine Unordnung. Ich hasse dich, du machst mich hässig, Alter. Du musst doch einfach aufräumen. Lösch doch die Sachen einfach. Triggert dich das? Es macht sich das Leben unnötig schwer. Es ist alles, er hat so viele Symbole auf dem Desktop, das ist schon so übereinander. Weißt du, beim macOS-Betriebssystem liegen die Sachen so halb übereinander nachher. Das ist so nervig. So. Alter, nimm dir doch einen Nachmittag Zeit und rum doch schon. Ich finde, das ist schon so Grenzen, so, wenn Sachen übereinander liegen. Wenn es auf dem Desktop keinen Platz mehr hat, für alle dass Symbole... Dass es einfach zwei Schichten gibt. Das oder zwei so am Rand, nur noch so halb rausschauen. Weißt? Die andere Hälfte ist außerhalb vom Bildschirm. So. So das ist, glaube ich, in meinem Leben bis jetzt... Ich habe amig auch immer ein paar Sachen, aber so ab dann, wenn so die linke Spalte auch noch auffüllt am Bildschirmrand, ja, dann fange ich an aufräumen. Ich glaube, so übereinander, das ist mir bis jetzt zweimal im Leben passiert. Genau so ist sein Tisch und er tut so, als wäre das noch das Normalste auf der Welt. Und das macht mich so hässig. Mhm. Er sagt so, das Haus brennt und er sagt so, nein, ich bin am Kochen. Ja, ja. Das und, muss. Und wenn du hinterfragst, bist du der Trotz. Ja. Hey, bist du jetzt so und so. Ich finde auch... Du bist der nicht normal ist. Schon so. nur noch kurz zum Desktop, dann können wir das Thema Desktop schliessen. Aufräumen. Ja. Für mich, sorry, es hat sogar eine Funktion, wenn du Rechtsklick machst, das steht aufräumen. Also der PC würde es für dich selber machen. Hä? Wirklich? Ja, dann kannst du Rechtsklick und nachher jetzt aufräumen und dann tust du Sachen sortieren. Wo mache ich Rechtsklick? Auf der Maus. Also ich mache Rechtsklick. Ich zeig dir das noch. Hä? Kann ich auf irgendein Symbol also, oder einfach auf den Desktop klicken? Und dann kannst du aufräumen. Es tut dann einfach alle, es macht dann so ein unsichtbares Gitter und dann tut es dann quasi einfach schön im rechten Winkel alles ordnen. So. Es ist immer noch eine Unordnung auf dem Desktop. Top, aber das ist schon ein bisschen besser. Ja. Du hast dann wenigstens eine gerade Linie an Unordnung. Ich zeige dir das noch. Was, das mache ich nachher gerade. Das ist im Fall wirklich Sekundarschule, Informatik-Grundkurs-Lektion 2. Ja. Wenn wir das mal machen, wenn er nicht schaut. Einfach mal aufräumen. Ich glaube, er würde in Ohnmacht gehen. Ich glaube, er würde seinen Laptop aus dem Fenster schießen. Dann würde er kündigen. Ich finde nichts mehr. Aber was hast du zu viel noch zum Desktop sagen? Dass es auch, ich sage jetzt, eine weirde Kombination aus, ich sage jetzt, wichtigen und unwichtigen Sachen auf dem Desktop. Es sind zum Beispiel fertige Sendungen, die wir rauslassen müssen, die ins Fernsehen geschickt werden müssen. Es sind bei ihm auf dem Desktop und dann so ein PNG von einem ausgeschnittenen Hund. Ja. Ist nebendran so, du kannst doch nicht die beiden wichtigen und unwichtigen Sachen direkt nebeneinander auf dem Desktop in der Unordnung. Du findest, am Schluss schickst du noch das falsche Pfeil ins Fernsehen. Am Schluss zeigt das Fernsehen noch einen 3 Stunden langen ausgeschnittenen Hund. Das ist das Problem. Das regt mich nicht auf. Aber es stresst mich. Das wäre besser als die meisten SRF-Sendungen am Samstagabend. Das stimmt natürlich. Anstatt Happy Day kommt heute ein ausgeschnittener Hund gegen Happy Day. Von Matt aus seinem Desktop. Ausgabe letzte Woche war wieder grossartig. Es ist ein Polizeihund. Hast du wieder Happy Day geschaut, das Wochenende? Es war eine tolle Sendung. Es war eine super Sendung. Und er wird immer, sagt euch über Gott, Colin wird immer älter. Ah oh, nein, wirklich? Ah, nein. Das heisst, die Chance, dass ich bald Happy Day werde, wird immer grösser. Ja, da musst du es aber heute auch gut machen. Das ist doch der Moderationspult ist heute deine Bewerbungschance. So fängt das an. Ich kann nicht selbstständig entscheiden, wie viele Sterne sie mir geben heute, weil ich muss Happy Day moderieren. Das heisst, es liegen nur 5 drin. Ja. Wenn ihr mich unterstützt. Die Pressung hat noch selten gut funktioniert. Heute machst du das da gut und in ein paar Monaten liegt deine erste Happy Day-Folge neben einem PNG von einem ausgeschnittenen Hund auf Matt auf seinem Laptop. Du musst hoffen, dass er es richtig aufladet. Ich glaube, wenn die Sendeleitung den ersten Pilot mit dir sieht, dann entscheidet sich vielleicht gleich wie der ausgeschnittene Hund. Nein, aber also besser als der Röbi Kohler wirst du es machen. Das traue ich dir zu, David Mohr. Aber ich möchte keine falschen Hoffnungen machen. Weil jetzt musst du zuerst mal noch warten, Konkurrenz ist gross. Bis das eingeschickte Haar wieder zurückkommt. Das stimmt. Hör auf, Mann. Jetzt habe ich auch Angst, Mann. dass der Bums ja auch ohne Matto funktioniert und seine Unordnung und seine Autorität, das haben wir ja letzte Woche bewiesen.
Also eigentlich Jenna hat es bewiesen. Ja, eigentlich Jenna. Ja. Ja. Also, Jenna hat den Bums letzte Woche geschmissen. Sie hat... Meichter GmbH hat geliefert. Wenn man es verrät, es gibt wieder True Crimes. Und das mal Extended Version. Wir haben letzte Woche 3 Tage lang aufgenommen. Für den True Crime. Und ein ganz spezieller Lieblingstag war der Tag 1 gewesen. Nein, der Tag 2. Ist Tag egal. 3. Der Tag. Ah, der Tag 3. Ja, klar. Und zwar haben wir müssen, in einer Wohnung drehen. Und dann hat Jenna in die Runde geschrieben: Wer hat eine Wohnung, wo Wäschküche hat? Und ein Arbeitszimmer und eine Küche. Sie hat nicht so in die Runde geschrieben. Das ist nicht Jenna. Sie hat in den Chat geschrieben, wie Jenna das macht. Sie hat in den Chat geschrieben. Und dann ist eigentlich bei allen Menschen, die aus Zürich kommen, gerade mal das Arbeitszimmer weggefallen. Und dann ist der Josa übrig geblieben. Mhm. Nein, der Neil auch noch. Der Neil auch noch. Aber der Neil hat gesagt, ich habe kein Büro. Das, okay. Also wir haben eigentlich eine Boomer-Wohnung gesucht. So eine Wohnung von so einem 40-Jährigen, der so ein bisschen in der Agglomeration wohnt, wo genug Platz hat, so in so einem Neubaublock rein. Und der Einzige in unserer Redaktion, der diese Kriterien erfüllt, ist der Joso. Gern geschehen. Wir sind beim Joso gedreht. Endlich haben wir mal gesehen, wie du lebst. Nachdem ich euch 37 Mal zum Grillieren eingeladen habe, und ihr mich 36 Mal ignoriert habt. Es ist noch nie eine offizielle Einladung. Doch, Mann, ich habe oft in den Chat geschrieben und es hat niemand geantwortet. Du musst nicht in den Chat schreiben, du musst uns Briefe erschrecken mit so QR-Codes. Wie bei einer Hochzeit, wo du dann annehmen und ablehnen. Nächsten Sommer. Aber wir haben es ja so geschafft. Ich meine, Arbeiten ist ja auch bei uns wie Freizeit, oder? Das stimmt. Es ist aber nicht ganz so einfach gewesen. Mhm. Also schon nur bis wir beim Joso waren. Also ich kann jetzt mal, wir sind ja nicht zusammengekommen, Phil, sondern ich habe mit dem Produktionsteam und dem Büssli sind wir gefahren und der Phil ist allein gekommen. Ich kann ja mal aus der Sicht vom Büssli-Team erzählen. Wir haben gemütlich auf die 9 Uhr abgemacht. 10 Uhr war Dreistart. 10 Uhr sind wir mitten im Stau zwischen Zürich und dem Aargau gestanden. Meligen, dort wo du wohnst, das ist wirklich maximal anstrengend zum Ankommen. Voll nie. Weil du kannst das Rollbrett nehmen und du wärst schneller. Voll nie. Ja, aber was kann ich dafür, wenn Autobahn scheiße ist? Ja, du musst halt mit der ÖV gehen. Ich bin mit dem ÖV gegangen. Ich meine, ja. Gut, also, hätten wir das Equipment nicht können transportieren. Nein. Also sorry, dass es auf der Autobahnstrecke Stau gibt, ist nicht das Problem von mir und nicht das Problem von Meligen. Ja, das finde ich jetzt auch ein bisschen unfair. Es hat einfach eine gewisse, sag ich jetzt mal, ja, ein gewisser Vorbote vom Ort Meligen hat es bei mir. Es hat mir schon eine Grundstimmung in Meligen ausgelöst. Aber dann hätte ich ja immer Grundstimmung, wenn ich Richtung Zürich fahre. Wenn du für Zürich fahrst, ist immer Stau. Auf die andere Richtung war es tipptopp an dem Morgen. Also einfach ins Aargau. Ja, weil alle von Zürich kommen in Aargau arbeiten. Ja, die huren Arbeitsmigranten, die im Aargau gehen schuften. Da in Zürich günstig wohnen und nachher im Aargau. Es war einfach die Zürich-Bahnstrecke, die auch verstopft war. Es ist sehr wahrscheinlich wieder irgendjemand ist wieder in einen Barrecktunnel rückwärts drin. Ich weiß jetzt, dass das der Barrecktunnel ist. Jemand hat wieder Selfies gemacht im Tunnel. Wir haben es dann auf jeden Fall geschafft. Irgendwie auf die 22:30 sind wir dann tatsächlich bei dir gewesen. Und dann haben wir uns können ausbreiten bei dir. Du hast sogar deinen Hund in die Ferien geschickt, dass wir können ungestört arbeiten können. Danke für das. Gerne. Und dann, als wir dann schön alles ausgepackt haben, habe ich in den Garten rausgeschaut und dann ist der verwirrte Phil vorne vor eurer Wohnung rumgestürchelt. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Und ist zweimal in beide Richtungen hier und her. Ah, und dann einmal wirklich mit Handy und einmal ohne Handy. Und wirklich, du hast wirklich etwa eine Viertelstunde lang hast du den Eingang nicht gefunden. Irgendwo mein Handy hat einfach im Kreis gedreht. Weil das Ding ist, ich glaube, das Handy hat auch nicht gecheckt, welches Haus welches ist. Weil in deinem Block sind irgendwie 6 Häuser und sie sehen alle genau gleich aus. Und sie sind so im Kreis angeordnet. Dass wenn du an eins läufst, weißt du nicht mehr, ist jetzt das vorher gewesen. Das Nummer 4 ist, Nummer 6 und Nummer 8, das ist irgendwie alles Gleiche. Was hat das Schild? Es ist maximal... Quartier, wo du jetzt Häuschen angeschrieben hast. Es ist ein grosser Fehler gewesen von mir, dass ich nicht in den Bus hineingesessen bin und mit euch gekommen bin. Ich habe gefunden, ich bin schneller von mir zu Hause. Weil das Gute ist, auf Meligen kommt man direkt vom Bahnhof Stadelhofen mit der S11 direkte Verbindung. Das Problem, ich habe dann gedacht, ja gut, ich bin dann in Meligen und Meligen kann ja nicht so gross sein. Ich bin dann am Bahnhof und laufe dann zum Joso über. Aber das verdammte Meligen ist noch gross. Wie viele Einwohner habt ihr dort? Ach, keine Ahnung. Sicher viele Einwohner. Ja, sicher genug. Über 10'000. Genug. Das Dorf ist auf voll. Auf jeden Fall, ich bin angekommen und es hat etwa 7 Busse.
Und dann, und die Nummern sind 312, 313, 314. Es ist so alles. Ja, aber es steht ja auch nicht. Ja, und ich hab, bis ich dann mal auf der SB-App gecheckt habe, welchen Bus ich muss nehmen, ist meine schon weggefahren. Dann ist aber. Dann hast du wirklich vor. Und dann ist eigentlich. Buschauffeur fragen. Und dann, dann habe ich einen anderen genommen, der auch eine andere Station, aber auch näher zu dir herangefahren ist. Dann bin ich in den Bus eingestiegen. Der Bus fährt los. Und ich habe schon gedacht, oh ja, es wird knapp auf die 11 auf die ist der Rehbeginn. Aber es lange genau. Dann fährt der los vom Bahnhof in den Kreisel rein. Und dann höre ich, wie er so das Handy nimmt. Also, ich bin so, ja, ah, was? Ah, okay. Ja, nein, in dem Fall komme ich wieder zurück. Ich so, was? Dann legt das Handy ab, fährt im Kreisel rein und fährt einfach im Kreisel rundherum. Vorne kommt das Auto ihm entgegen, weil es, und das Auto wäre fast in den Bus hineingefahren, wirklich fast einen Unfall gegeben, weil das Auto davon ausgegangen ist, logischerweise geht der Bus einfach geradeaus durch den Kreisel weiter. Es ist noch nie ein Bus durch den Kreisel rundherum gefahren und wieder zurückgefahren, weil Busse kehren nicht um. Es ist noch nie in meinem Leben ist ein Bus umgekehrt. Außer im fucking Melligen. Jetzt ist der einfach durch den Kreisel durchgefahren. Und wieder zurück zum Bahnhof. Einfach so oben hat es einfach so von 0 auf 7 Minuten Verspätung. Dann ist der einfach am Bahnhof eine Frau abholen. So, ah, danke, dass du nochmal zurückgekommen bist. So, dann hockt die Frau. Und es war irgendjemand. Ich weiß nicht, es war irgendwie seine Tante oder so. Und nachher ist er die einfach abholen, weil die irgendwie ein bisschen zu spät dran war. Was läuft im Melk? Ja, aber sorry, so, darum bin ich nachher so ein bisschen ins Zeug hineingekommen, weil ich einfach dann spät dran bin. Weil der hure Busfahrer und die Frau hat mir gesagt, hey, wo sind sie? Dann ist ich habe gesagt, du glaubst nicht, was passiert ist. Der Bus hat umgedreht. Ich so, ja, viel, Alter. Und bei mir hat der Hund immer die Hose gefressen. Ich bin noch nie in einem Bus gesessen, der umgekehrt ist, um jemanden abzuholen, außer deinen Meldungen, was läuft. Ich finde es lustig, dass er beim Busfahren telefoniert hat. Das darfst du doch auch nicht, Alter. Nein. Aber ganz ehrlich, hättest du es nicht auch gemacht? Sag mal, du bist jetzt Busfahrer und deine Kollegen Leute da, hey, ich habe einfach verpasst, kannst du halt zurückkommen? Ich würde auch zurückkommen. Oh, nein, weil ich Angst habe, meinen Job zu verlieren. Oh, nein, es merkt doch niemand. Darf ich niemand plus, sagen. Plus 7 Minuten, gut, dann nachher recht Gas gegeben und wieder aufgeholt. Aber hey, ich weiss, es war halt so eine Zwischenzeit gewesen, wahrscheinlich so zwischen 10 und 11, dort kann man wahrscheinlich noch ein bisschen aufholen, wenn man dann dort im Aargau ein bisschen die Schnellstrasse durchrast. Aber ich habe schon... Also es ist in dem Sinne nicht so schlimm. Hätte ich jetzt einen wichtigen Bewerbungstermin gehabt und ich wäre wegen dem Busfahrt spät gekommen, uiuiui. Ja, aber vielleicht hat die anderen einen wichtigen Bewerbungstermin gehabt. Aber sorry, also, so wer hat einen wichtigen Bewerbungstermin in Melligal? Sie hat irgendwie eine Dinnertasche dabei gehabt und irgendwie ein Hundegutzli. Also es ist jetzt nicht gerade so, es hat nicht gerade nach einem wichtigen Tag. Ja, aber weißt du, vielleicht muss sie mega lange warten, das ist schon mega mühsam. Ja. Aber ist das ein Ding in Melligal? Hey, mir ist noch nie passiert. Mir ist noch nie passiert, leider. Ich habe mir jetzt aber vorgenommen, ich rede mit jedem Buschauffeur, um die Handynummer rauszuholen. Das ist ein riesen Lifehack. Ja. Was aber es gibt, der Nachtbus, der fährt eben, das Problem ist, wenn ich den Nachtbus nehme, der fährt an so eine Station, die heisst Melligen Lindenplatz. Und normalerweise würde er einfach geradeaus weiterfahren, ein paar Stationen, und dann ist er bei mir daheim. Aber der Nachtbus kehrt eben dort und fährt dann so hinten um die Dörfer, jedes einzelne kleine scheiß Dorf ab. Das ist ein Drecksdorf, sagen. Ja, und meine Fahrt, die eigentlich noch 4 Minuten gehen würde, geht dann 25 Minuten. Weil er einfach wirklich hinten umeinander fährt. Aber steig doch dort einfach am Lindenplatz aus. Ja, manchmal vergiss ich es. Oder manchmal denke ich mir so, Bro, nein, scheiß drauf. Manchmal ist er auch eingeschlafen. Ja, und das Ding ist, der Buschauffeur schießt eben auch an den Weg fahren. Und dann läuft er, bevor er losfährt, läuft er durch den ganzen Bus und fragt, wer wo aussteigen muss. Damit er die Strecke nimmt. Und ich habe mir immer gedacht, boah, geile Sieg, aber falls jemand an diesen Dings wartet, wo er nachher nicht durchfährt, oh mein Gott, wartet einfach noch mal eine Stunde länger. Gut, aber wer wartet safe, am 3 am Morgen Melligen Lindenplatz auf den Bus? Ja, aber stell dir vor, du hast deine grosse Bali-Ferien gebucht und hast gedacht, weißt du was, statt dass ich das Auto nehme und das 3 Wochen am Flughafen steht, gehe ich mit der ÖV und nehme doch den Nachtbus. Und der Rudi hat keinen Bock, dort durchzufahren und denkt sich, und das Schlimme ist... Und du verpasst deine grosse Bali-Ferien, wenn der Rudi einfach... Ja, ich sag selber Schuld, wenn die Handynummer vom Bus schon fährt. er fährt dann eben nicht durch die Dörfer, sondern er fährt dann einfach uren schnell und einfach hockst in dem Bus, es ist 3 in der Nacht und der Bus ist einfach so... so, Alter, wo bin ich, Mann? Und er fährt und schreit die ganze Zeit hinterher, wer wo aussteigen muss. So, aber das ist schon ein bisschen... Melligen ist schon ein bisschen wilder Westen.
Touristen dort. Es macht Spass, Mann. Wilder Aargau, wilder Aargau. Es ist wie wenn du bei GTA habe ich früher extra den Bus gestohlen hast, um mit einem Bus über Schanze zu fahren. Das ist so alter. Ja, aber es ist schon, ich habe mir so vorgestellt, ich meine, du lebst eigentlich so ein bisschen das Leben, wo ich sollte so vielleicht so in 4-5 wo du wirst. In oder sagen wir, in 2-3 Jahren wird leben, falls ich dann, wenn ich wirklich mehr Platz brauche, zusammen mit einer Familie, dann habe ich wirklich das so angeschaut, mit diesen Augen. So, das ist mein Ding, oder? Weil du kannst dir ja so eine Wohnung dann nur in der Agglomeration leisten und dann wohnst du irgendwo im Aargau, in so einer Neubausiedlung, im EG, mit diesen Nachbarn. Und dann haben wir noch so, wirklich, es hat so Brief gehabt bei euch im Stegenhaus, so, bitte, es hat zu viel Dreck, ihr seid der schlechteste Block, tut mal besser aufräumen. Stopp. Den Brief habe ich nicht gelesen. Nein, Der Josa wohnt nämlich im schlechtesten Block der 6 Blöcke. Nein, aber das hat einen Brief geschrieben, dass beim Josa nicht gut aufgeräumt ist. Er erzählt die Geschichte ganz falsch. Kannst du nachhören? Was ist das für ein Brief? Eines Tages haben alle ein Mail bekommen, alle Mieter, und die Verwaltung hat es mega dumm gemacht. Sie haben irgendwie dir nicht gezeigt, dass es ein Rundmail ist, sondern sie haben persönlich geschrieben an jeden Mieter. Mhm. Und im Mail ist so dich gestanden, angesprochen fühlst du so? Ja, aber im Mail ist so gestanden, der Eingangsbereich ist mega dreckig, es liegt Müll und Ziegestümmel draussen. Es hat Fotoabdrücke im Stegenhaus. Und es sind einfach ein paar Jugendliche, die am Wochenende vorher draussen ein bisschen gefestet und haben so Müll liegen lassen. Sonst passiert es nie. Aber die abwärts sind gekommen und haben das einmal gesehen und gefunden, oh mein Gott, jetzt tun wir extra alles dokumentieren. Und es war halt Herbst gewesen, und wenn Kinder draussen spielen, haben sie halt dreckige Schuhe und dann machen sie den Teppich vom Eingang halt dreckig. Und wenn die halt einmal in der Woche den Block kommen, putzen, dann ist der halt eine Woche dreckig. Also weißt du, so, mein Gott. Dort eben, haben sie es alle geschickt und ich bin urhässig geworden. Ich so, Alter, was soll das Scheiss, Mann? Als hätte ich fucking Ziegestümmel dort angerührt und Müll, was schreibt ihr mir so ein Mail? Gell, wenn du vapest. Dann habe ich angerufen. Ja. Dann habe ich angerufen und ich so, erstens, wir benutzen den Lift gar nicht, Fotoabdrücke sind safe nicht von meinem Hund und so. Ich so, ah nein, das ist ein Mail an alle Mieter. Ich so, aber dann schreibt das. Dann schreibt nicht, sehr geehrter Herr Britza. Also, weißt du, so. Ah, sie haben es mit der persönlichen Anrede sogar. Mega dumm. Aha, ja, aber das ist wirklich dumm. Und dann war so ein riesen Ding, dass der Block so dreckig ist und dass dass jetzt in dieser Putzdings unser Wohnhaus sei am schmutzigsten gewesen. Und dann hat einfach so ein anderer Mieter so auch einen Zettel angeschrieben, so quasi, hey, das können wir uns nicht gefallen lassen. Schauen wir doch drauf, putzen wir ein bisschen und so. Und das sind einfach, Mann, es sind mega viele Kinder in diesem Block. Und Bro, die Kinder haben Fußball gespielt und den Ball an die Scheibe geshootet. Dann ist die Scheibe halt dreckig geworden. So, mein Gott, es sind Kinder, Bro. Was soll sie jetzt schlagen? Es sind Kinder, Mann. Was willst du machen? Yeah. So wie schlimm ist es? Also, nein, wir können das nicht auf uns liegen lassen. Blablabla. Ich sage, was soll ich jetzt die anderen Blöcke dreckig machen? Das wäre schlau. Sollen wir jetzt so einen Block kriegen? Lass mich in Ruhe mit euch Dorfmenschenproblem, Alter. Block-Wars. Also, wo wir gekommen sind, ist alles tipptopp. Ihr seht es tipptopp. Das ist schon ein Zeitli her. Sie haben einfach den Zettel nicht abgehängt, glaub, um uns daran erinnern. Ich sehe das als neues Format. Weißt du, so der Blockfight. Weißt du, es gibt doch jetzt so Game of Switzerland und so. Du kannst einfach so am Josa seinen Block gegen die anderen Blöcke. Und es gibt so Minisiedlung, Minisiedlung. Minisiedlung, so Games gegeneinander antreten. Das ist wirklich mal eine geile Idee. So, wer schafft es, dem anderen den Brief aus dem Briefkasten so rauszuklauen und so Sachen? Oder was können wir noch machen? So. Lustiges Ding. Im Block nebendran. Ich sag das. Im Block nebendran wohnt im Fall einer mit dem gleichen Nachnamen wie ich. Nein. Und ich kenne den nicht. Und das ist ein riesen Selten. Also ich kenne sonst niemanden, der nicht direkt mit mir verwandt ist, der gleich zum Nachnamen heisst wie ich. Und dort wohnt einfach einer. Hattest du schon Probleme gehabt? Ich habe einfach Briefe von ihm bekommen. Und bei mir sind mal zwei Galaxus-Päckchen nicht angekommen. Und dann habe ich Briefe von ihm bekommen. Und dann habe ich so realisiert, so, hat der meine Galaxus-Päckchen? Ich habe bei Galaxus angerufen und gesagt, ey, die Post sagt, es ist zugestellt, aber ich habe kein Päckchen. Ja, haben sie die richtigen, alle, haben sie all die Prüfungen gemacht und so? So, nein, ist alles gut. Ja, okay, wir schicken ihnen ein neues, weißt du, nicht so easy. Und ich glaube einfach, der Dude hat sie bekommen. Ah, und er hat es einfach behalten? Er hat gedacht, einen Stabmix? Oder einfach zurückgeschickt und, weißt du, Bro, die Galaxus ist ja riesig, die checken das, also Amazon, all die sind ja riesig, die checken das doch nicht, wer jetzt was zurückschickt und so. Ja. Weißt du, weil der hat sie wahrscheinlich einfach bei der Post wieder abgegeben. Nein, ich habe ja auch geschafft. So. Das Zeug kommt ja dann einfach zurück.
Aber es ist schon ein bisschen wie Weihnachten, so, wenn du in so einem Block wohnst. Ich habe es gedacht, als wir bei dir waren, wirklich beim Eingangsbereich hatten über 10 so Päckchen von allen möglichen Lieferanten auf der ganzen Welt. Und eigentlich ist es so jeden Morgen so, ah ja, schauen wir mal, was heute drin ist. Nicht? Ja, bis es angezeigt wird. Das ist so, das hat schon ein Grund, wieso man es nicht macht. Haben die Sicherheitskameras dort? Nein, aber wir tun immer, also immer wenn ich Päckchen draussen sehe, tue ich sie in den Block rein. Und wenn andere Nachbarn Päckchen draussen sehen, tun sie sie auch in den Block rein. Du sie ja mega beobachten, die anderen. Dann tun sie einander so ein bisschen beobachten, was sie so machen und wer jetzt der Dreckspann könnte sein. Nein, ich schaue aber schon so die Namen auf den Päckchen an. Sind mich so wunderbar. Ah, ja, ja, das mache ich aber auch immer. Also, du stellst bei Calcedonia oder so. Ja. Oder ja, Amazon. Temu, oh. Easy. Ist der Umwelt scheissegal, gell? Schon gut. Siebte Temu-Päckchen. Ja, ich habe es gesehen, es habe ja ein Temu-Päckchen. Man sieht schon, ein bisschen, wer so ein bisschen genug bestellt und wer eigentlich so die Sachen hat, die er braucht. Ja. Zurück zum 3. Ja. Ich muss dir ein Känzchen winden, Josa. Du bist auch während dem Arbeiten und während wir eigentlich alles zu haben, sehr, sehr guter Gastgeber. Danke. Wo wir alle gekommen sind und uns ausbreitet haben mit unseren Taschen, Kameras und den Kranen-Rigs und Zeug und Sachen, hat der Josa und Früchte, Wasser und so ein bisschen Schokoguetzli auf den Tisch. Wo ich mich auf dem Weg noch bedanke. Es war sehr angenehme Drei gewesen. Und was ich auch besonders herausstreichen möchte, Josa denkt mit. Josa. Das klingt jetzt wie so der Lehrer, der sagt, gut, Schüler, mal. Das ist ein Fleissiger, der Josa. Ich hätte es nicht gedacht, so von deinem sonstigen Verhalten. Ich kann es jetzt nicht so formulieren, aber tatsächlich. Hockst du da auf dem Chefposten? Wo habe ich denn mitgedacht? Du hast für alle von uns hast du ein Wasserglas parat gemacht. Ja. Und dann hast du 6 Gläser rausgemacht. Ah, ja. Und dann sind es einfach so, schaue ich so die Gläser an und sage, Bro, hast du nie zweimal das gleiche Glas? Hast du einfach verschiedene Gläser? Ich habe sie so lange angeschaut und dann schaut er mir so lange an und checkt wahrscheinlich. Du hast checkt, warum ich dich so komisch anschaue. Und also, ich habe extra 6 verschiedene Gläser rausgemacht, damit sich alle können merken, welches Glas das sie haben. Das ist schon mega mühsam. Und das ist mega schlau! Ja, aber das ist schon, du musst überlegen, weißt, wenn du bei dem zu Gast bist, dann sitzt du schon am Tisch und der hat ja jeder sein Glas. Aber wir werden ja eh die ganze Zeit umeinander laufen. Und nachher weißt du doch nie, wo dein Glas liegen lässt. Und dann ist es so, fuck, welches ist jetzt mein Glas? Hast du extra für den Dreh noch verschiedene Gläser gekauft? Nein, das haben wir schon gehabt. Aber irgendjemand hat so ein McDonalds-Cola-Glas bekommen. Weißt du, die du öfters kaufst. Ah. Und so gratis bekommst. So mega dünnes, schlechtes Glas. Oder? Aber die anderen sind gut gewesen. Ja, aber das Zeug hebt im Fall noch. Das ja, das haben wir schon ewig gemacht. Ja, den Teil habe ich leider verpasst, aber ich habe nachher auch... Du bist dort im Bus am Kehren. Ich bin wirklich... Das Buffet ist schon leer gegessen in dem Fall. Aber wir haben ja dann zu Mittag Pizza bestellt und dann hat es auch wirklich noch so von diesen Guetzli auf dem Tisch gehabt. Und nachher bin ich wirklich so verdammt lange die Guetzli angeschaut und dachte, das ist jetzt mega unanständig, weil... Ich weiß nicht. Und dann habe ich gesagt, Josa, das hat mich verwirrt. Ich habe mich einfach zurückversetzt gefühlt, so in die Mittagstischzeit früher, weißt, wenn du bei den Kollegen die eingeladen warst und dann so die Mutter gefragt, darf ich so ein Guetzli haben da? Und dann, ja, sicher, nimm. Also, das habe ich auch so schön. Nimm, Mann, ich sage einfach vor, nimm alles. Voll. Ich habe mich richtig gesucht. Es hat so ein bisschen wirklich so den Mittagstisch-Vibe gehabt von früher, wenn man bei den Kollegen zum Mittag ist. Es ist wirklich sehr tolles Mittag. Es hat mir den Pingu-Sirup gefällt. Nächstes Mal organisiere ich Pingus. Wo man selber den Fisch schenkt und dann so Mischungen macht, die absolut jenseits gottlos grusig sind. Nächstes Mal organisiere ich. Du bist einfach so random mit dem Staubsauger die ganze Zeit. Du hast viel zu viel Freude an dem Staubsauger gehabt. Du hast ja so einen geilen Staubsauger gehabt. Aber du hast die ganze... Also wirklich, Moiri hat können seinen Putzwimmel ausleben. Ja, du bist aus dem Raum raus und dann bist du wieder rein und dann hörst du den Moiri Staubsauger und dann komm ich rein und du hast einfach einmal den Aufsatz gewechselt, was mega unnötig war. Wieso? Du hast den speziellen Aufsatz genommen. Ich sag, du hast Staub, was machst du? Der Moiri ist einfach so stundenlang verschwunden. Wir sind irgendwie so etwas am Film sind. So, wo ist der Moiri? Da mache ich so das Zimmer auf, da ist der Moiri mit dem Staubsauger. So, was machst du da? Ja, aufräumen! Und so, du bist in einer Stunde am Staubsaugen. Ja, weißt du, ich muss den Staub... Es hat eben vorher mega Staub gegeben. Wie was? Wir haben gar nicht mit Staub gedreht. Doch, jetzt, mit diesen Pastetli. Ja, wir haben... Josef musste ein trockenes Pastetli essen und es hat einfach runterbröselt und das ganze Zimmer war voll gewesen. Und dann habe ich gedacht, weil der Josef schon so freundlich ist und wir bei ihm daheim drehen dürfen und ich zufälligerweise in dem Zimmer auch gerade noch den Staubsauger gefunden habe, habe ich eins und eins zusammenzählt. Und es war eben der coole Staubsauger gewesen, der, wo du hast... Also, ich finde deine Wohnung ja wunderschön. Die haben das wirklich grossartig eingerichtet. Das ist mega herzig, alles mega cute. Aber etwas finde ich weird. Was?
die haben den coolen Staubsauger, den Thüri, oder? Mhm. Und zu der dem, Akku, der nicht mehr einstecken muss. Genau, und der hat den Akku, und zwar an einer Ladestation, wo man aufhängen kann. Also, die haben den Staubsauger an die Wand geschraubt, so, dass man kann einhängen und aufladen kann. Aber ihr habt den Staubsauger, ich sage jetzt mal, krass inszeniert aufgehängt. Der Staubsauger hängt in der Mitte von dem, also der Raum, der bietet ja, der hat einen grossen Schrank drin und so, ich will nicht zu viel von deiner Wohnung preisgeben, aber der Staubsauger hängt, sag ich jetzt mal, am besten Platz vom ganzen Raum. Ja, und wenn du in das Zimmer reinkommst, du siehst nur den Staubsauger. So, Bro, das ist ein Putzgerät. Geht da ein Schrank rein? Mach's ja, nicht. Also erstens. André hat ein Hirschgewehr. Er hat einen Staubsauger. Soll er ja gut greifbar sein. Ja, aber der zweitens, ist auch im Schrank noch gut zweitens, greifbar. Zweitens, Bro, der muss ja bei einer Steckdose sein, Mann. Ja, lass doch etwas einfallen. Ja, ich habe es versucht, aber der Platz hat am meisten Sinn gemacht. Ich check schon, dass der Platz Sinn gemacht hat, aber du könntest dort, hättest also wirklich auch Raum den Swiss Comedy Award aufstellen. Der ist ja, so aber gut. Aber in den Raum geht niemand rein. Das ist so Büro-Schrägstrich. Also wieso zahlst du jetzt 400 Stutz weniger im Monat und dann hast du ja, auch nicht? Weil ich dort einen Schrank drin haben muss und das Bücherregal und das Tischli und... Es ist, also für mich, ich habe wirklich nachher gefunden... Ich liebe es, dass das dich... Nächstes Mal schraube ich extra irgendwie ins Wohnzimmer, nur um dich noch mehr Stress. Das ist mir wirklich knapp. So, Bro, dort lieber nichts als ein super Ort für den Staubsauger. Eine Frage, die mir noch geblieben ist, was denken jetzt deine Nachbarn über dich nach dem Dreh? Ich meine, also man muss dazu sagen, ich bin mit so einem Sherlock Holmes Outfit umeinander gelaufen, mit so Feldstecher. Wir haben irgendwie so GoPros, wie so Sicherheitskamera, bei dem Eingangsbereich aufgehängt. Wir haben die ganze Zeit so rumgeschreit und eins hure Zeugs, wir haben am falschen Ort geläutet, weil der Moiri natürlich hat den Schlüssel für sich beansprucht. Der Moiri hat den Job einfach den Schlüssel behalten und dann so, ja, wenn er ja, am Drei. Also wir haben den Schlüssel gehabt, nachher haben wir geläutet beim falschen Ort. Ist jemand rausgekommen, mit der ganzen Familie. Das haben wir gar nicht mitbekommen. Die ganze Familie denkst, ich glaube, haben die uns gesucht und so. Und so der kleine Bub auch dort. Und einfach, wie kann man am falschen Ort Leute, das ist ja angeschrieben. Ja, keine Ahnung, wie das passiert. Wir sind halt im Stress gewesen. Es hat einen riesen Tumult gegeben in diesem Eingangsbereich. Und ich habe mich so gefragt, was denken die Leute? Weil ich habe dann irgendwann so gefragt, hey, Jose, hast du es irgendwie angemuldet, dass wir da einen Dreh machen? Ah, nein. Nein, sicher nicht. Und jetzt ist es so, ich glaube, die haben irgendwie das Gefühl, das Kasperli-Theater ist irgendwie... Die einen Nachbarn haben mich mal angesprochen, dass sie mich auf TikTok gesehen haben, so Studio 404 Sachen und Comedy-Zeugs. Und wo wir das Auto am Ausräumen waren, sind wir so quasi so rumgelaufen und der eine Nachbar ist so da und hat mich gesehen und hat mich grüßt mit «Hallo Superstar!» Ich so «Fuck, Alter, nein!» Und sie sind dann, aber sie sind alle mega freut gehabt, es haben mich ein paar Nachbarn so gefragt, «Was haben die denn da gemacht? Sind die da vom SRF gewesen?» und so. Und ich so, ja. Das grosse Fernsehen. Ich würde sagen, Block 17 wird jetzt endlich berühmt, Mann. Ja. Endlich, Mann. Jetzt sind wir nicht nur der dreckigste, sondern im Block 6 steht jetzt so, im Block 9 steht jetzt so, wir sind auch Star-Block. Ja. Ist das der Promi-Block, Mann? Ist der Promi-Block, stimmt. Hey, ja, ich kann ja jetzt alles leisten. Ja. Oder ich müsste eben noch ein gutes Beispiel vorausgehen. Weil nein, aber quasi... Promis, Mann. Meinst du, es wird dann so bei den Nachbarn umgeschickt, das Video? So, schau mal da. Oh, aber schau da, ich möchte gerne der Schmutzblock. Der Schmutzblock hat das Video rausgehauen. Ja, also der Schmutzblock ist... Die haben Freude gehabt. Die haben Freude. Sind auch ein bisschen verwirrt gewesen. Glaube ein paar. Aber ich habe nicht so viel mit meinen Nachbarn zu tun. Das ist arg, man geht sich so nicht. Man trifft sich nicht auf dem Gang. Das habe ich mir eben so vorgestellt. Ich habe mir gedacht, wenn ich mal wirklich so weit bin, um in so einem Block zu ziehen, in die Aglo, dann ist ja dann der Vorteil, ich kenne meine Nachbarn wirklich auch nicht. Ich habe nichts mit denen zu tun. Ist statt Anonymität, dass man dann dort so ein bisschen Community ist und weißt, man tut den Nachbarn, kann man Milch bringen und so, wenn sie etwas brauchen, beim Kochen und blablabla. Du bist der Phil. Ich habe mir das mega aber noch schnell, also du bist definitiv der die Milch anfordert und nicht der, was sie ist. Also weißt, Tankstellen haben offen bis um 11 und so, ja, es gibt 24 Stunden Shops, das ist sowieso, es braucht alles nicht mehr. Mir ist letztens ein Nachbar von oben, der hat so eine WG oben dran, so runtergekommen und so, gehen Leute, fragt so, ja, hallo, habt ihr
3 Esslöffel Mehl. Das ist so eine sehr spezifische Angabe. Das ist jetzt das Codewort. Wirklich, dass das überhaupt das Codewort ist. Hey, meinst du, das sonst etwas wäre? Ich glaube schon. Einfach 3 Esslöffel mehr. Was ist das für eine Angabe? Also, ich bin dann 3-mal mit dem Esslöffel runter und laufe so vorsichtig rauf. Aber was hast du gemacht? Ja, ich habe so ein halb Kilo Ding gehabt. Komm, nimm den. Da. Nimm so viel Mehl. Er war glaube enttäuscht, weil er hat glaub, wirklich das Gefühl, ich habe etwas anderes als Mehl. Jetzt hat er zu viel Mehl daheim mit dir. Am nächsten Abend ist wieder Leute da. Ich habe zu viel Mehl da. Brauchst du noch ein bisschen Mehl? Schau, ich habe da noch 93 Esslöffel Mehl. Nein, keine Ahnung. Aber ich habe es random gefunden, um 3 Esslöffel Mehl zu anfordern. Hast du ihn gefragt, was er damit wollte machen damit? Ja, was willst du denn machen? Nein, ich war so perplex, ich habe keine Fragen gestellt. Aber ich habe es sehr random gefunden zum 3. Aber ja, ich habe mir das einfach ein bisschen romantischer vorgestellt in so einem Wohnblock. Und ich muss sagen, ich überlege mir das zweimal, bis ich aus dieser Stadt rausziehe und so ein Leben wie du dort führst. 3-4, ja. Irgendwie, du kannst in meine Wohnung ziehen, ich ziehe deine Wohnung. Nein, null, Mann. Meine Wohnung, deine Wohnung. Hey, Respekt für Melligen und so. Schön ist es. Shoutout Melligen. Shoutout Melligen, aber ich will nicht dort wohnen. Trotzdem nicht. Es ist, wir reden in 3 Jahren. Ja. Ich habe meine Meinung noch nicht gebildet zu Melligen. Ich finde, wo ich rundherum geschaut habe, es hat auch wirklich schöne Landschaften. Ich muss es euch auch mal richtig zeigen. Im Sommer ist Melligen schon charmant. Ja, es war halt schon ein bisschen trostlos gewesen, so einem verregneten Oktobernachmittag. Das stimmt. Mir fällt jetzt auf, dass wir einen wichtigen Teil vergessen haben. Eingangs, als ich noch so nervös war, habe ich vergessen zu fragen, über was reden wir denn heute? Aber Aha. Ich glaube, das interessiert, also die Leute hören es ja sowieso. Einfach, ja, ist egal. Also ich habe einfach noch eine Liste gemacht und wir haben zum Beispiel noch drauf Halloween Party. Und ich habe gedacht, Halloween Party, du hast eine Halloween Party gefeiert. Und ich wollte einfach nur schnell als Eingang zum Thema Halloween Party. Das gehört absolute Kategorie bis 10 und ab 80 wieder. Sorry, hör mal auf. Schau, es ist die Leute, die über 10 verkleidet da umeinander laufen. Es ist, come on, machen die Kinderfasnacht. Hört auf euch verkleiden und dann so. Ich glaube, es ist einfach wieder ein Grund mehr, um irgendwie eine Party feiern und sich abfüllen. Aber müsst ihr euch ja gar nicht verkleiden. Das ist die Alibi-Übung, wo man da noch irgendwie führt und sagt, ja, es ist ein mega wichtiges Fest. Ja. Burgesnacht, habt ihr euch fressen. Das Ding ist, ich würde jetzt, weil ich an einer gewesen bin, würde ich sagen, nein, Phil, es ist nicht ein bis 10 ab 80 Ding. Aber ich bin jetzt gerade in meinem Kopf durchgegangen, wie ich es erklären würde, was ich gemacht habe an dieser Halloween-Party. Und das war, wir haben uns verkleidet, dann haben wir Hotdogs gegessen. Ich sage, okay, ja gut, bis 10 ab 80. Aber es war cool, es war so immer ein kleiner Rahmen gewesen, und es war mega schön dekoriert gewesen und so. Also, es hat einfach Spass gemacht, Mann. Und ich habe einfach den grossen Fehler gemacht. Aber du bist nicht an einer offiziellen Halloween-Party, du hast zu Leuten heim. Haben dir das ist schon noch viel. Da hast du aber noch viel mehr Effort reingesteckt als nur. Ja, ich habe mir eben, das Ding ist, ich habe eine Maske angelassen. Ja, ich wollte fragen, als was verkleidet sich der Joso Pizza an Halloween? Ich habe eine Gruselmaske angelassen. So von einem Monster. Aber es ist einfach in das Ding ist im Fall. Temu-Päckchen. Das Ding ist eben, Mann, die Maske ist schon cool gewesen, aber der Scheiß an Maske ist, du kannst die ja nicht so lange tragen. Und dann bist du einfach ein Dude ohne Kostüm. So, also den ganzen Abend. Das war ein bisschen schade gewesen. Darum würde ich das nächstes Jahr nicht machen. Also du hast unten einfach eine normale Kleider an. Ja, aber ich habe so ein T-Shirt so ein bisschen schmutzig gemacht. Also jetzt wissen wir, die schlechteste Verkleidung von der Party hast du gehabt. Wie hat die beste Verkleidung ausgesehen? Es ist so ein Todesengel gewesen, mit so wirklich so sich 4 Stunden lang geschminkt hat. Aber wirklich so krass ausgesehen. Aber am Schluss, die Person ist dann halt die ganze Abend verkleidet gewesen und hat voll cool ausgesehen, weißt? So voll cool verkleidet und ich bin einfach so ohne Maske dort gewesen. Also es ist wie so... Ja. Das ist ein Denkfehler. Haben sie so gesagt, als sie Hotdogs gegessen haben, oh, jetzt machen wir noch ein bisschen Blut über das Fleisch? Ah, nein, so schlimm war es. Aber es war cool, es war herzig, wir haben gegessen, wir haben geredet, gelacht, ein bisschen getrunken. Das war schon easy gewesen. Und irgendwie am 11 Uhr am Abend hat irgendjemand den Vorschlag gebracht, hey, gehen wir doch läuten. Süßes oder Saures. Nein. Das sind alle mega cool gefunden. Und dann bin ich so durchgesetzt, ich so, Leute, wir sind 8 erwachsene Leute. Wir können nicht einfach am 12 in der Nacht bei Fremden gehen läuten. Das geht nicht. Vor allem die Kinder machen das am 7, 8, ja, am 8, vor allem, nicht am 12. Eben, es ist 12. Wir können einfach bei Fremden gehen läuten. Also ganz ehrlich, irgendjemand ruft die Polizei. Das geht nicht. Ja, stimmt.
Also du bist der mit dem schlechtesten Outfit, ist der vernünftige. Ja. So. Die anderen sind viel zu fest schon in der Rolle drin. Ja. Sind denn Leute bei euch Leute? Nein, aber heute ist schon heute Abend und wir haben ein süßes Kaffee. Ah, oh, das, oh, das ist ja erst heute. Hey, wieso habt ihr dann schon am Wochenende? Ja, weil sie am Wochenende, ja, weil alle so, weil alle verkleidet sind. Heute, also beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt, gestern Halloween gewesen. Ja. Hä? Das richtige Halloween. Ist das unter der Woche? Ah, ist das immer am, was ist das immer am 31. Ich habe keine Ahnung. Du hast mir ein süßes gekauft. Ich glaube, es kommen Kinder heute bei uns Leute. Ja, aber das ist auch so etwas Block. Oder wenn du im Block wohnst, dann musst du Sachen parat. Das ist schon herzig. Hast du Süßigkeiten eingekauft? Sicher mal. So, ja, so die Mischung mit den vielen verschiedenen Schöckeli und so die kleinen Gummibärli-Päckchen und so. Also hey, Kinder von Meligen wissen das, mal, komm, was etwas gibt. Und natürlich auch einen Äpfel. Nein, würde ich nie machen. Das finde ich so assi, wenn so Kinder kommen und Süßigkeiten, dann gibst du ihnen so einen Äpfel oder Mandarinen. Alter, ich würde es am Kopf. Das ist so hässig machen. Ich finde das so herzig, dass du das kannst steilen, die Freude von... Das ist einfach ein Steigen. Ich würde mich mega freuen. Ich reg mich nur auf, wenn Kinder Leute bei mir... Ich reg mich Können bei dir Leute Leute? Ich kann es in der Stadt passieren. Letztes Jahr ist es passiert, tatsächlich. Und hast du etwas gehabt? Nein, ich habe nicht aufgemacht. Hast du einfach Ohrfeige? Also ich hasse es zu 100% von der Zeit, wenn jemand bei mir zuhause läutet oder mir aufs Handy anläutet. Aber so an Halloween, wenn so Kinder kommen, so verkleidet und so, ah, schau, der Hakan ist ein Geist. So, voll herzig geworden. Und er hat einfach so ein Tuch drüber. Sie geben sie Süßigkeiten. Voll herzig geworden. Ja, sie ist so das Sure. Ich muss sagen, mal, ich finde es schon herzig. Ich freue mich, wenn Kinder kommen, ah, Leute ausdrücken. Halloween. Ich bin so ein Anti-Verkleidungstyp und unterdessen finde ich das scheiße zum Anti. Ich finde, wenn du an so eine Halloween-Party gehst, dann gibt er Mühe, es ist so ein Commitment. Du musst nachher nicht, das sind die dann so kommen, so, ich gehe dort her, aber so, mich scheisst es an. Aber ich bin früher auch so gewesen, ich habe mal an so einer Halloween-Party, wie sie mich angeschissen haben, ich hatte so Pizzaschachteln zu Hause. Dann habe ich einfach so in die Pizzaschachtel, wo so eine Pizza abgebildet ist, zwei Löcher vorne rein, da bei den Augen und unten beim Mund. Und dann bin ich einfach das Pizzamonster. Wow, okay, das. Aber ich muss sagen, die Leute haben es verdammt lustig gefunden. Das Pizzamonster! Ich bin von der Attraktion von der Halloween-Party, weil es halt einfach ein anderer Ansatz war. Ich habe mir null Mühe gegeben. Und es hat einfach nicht einmal so schlecht ausgesehen. Also wirklich, wenn ihr keine Zeit habt, nehmt eine Pizzaschachtel und sind das Pizzamonster. Also, Problem wie du, wenn ich die Maske abgezogen habe, bin ich einfach ein Mann in einem Hemd gewesen. Ja, Aber das Ding ist, du hast ja eine Pizzaschachtel genommen, wo schon mal du gegessen worden ist, das hast du nicht noch fettige, brösmelige Haare gehabt. Ja, nein, weil Pizza in diesen Tiefkühlpizza sind ja immer noch in so einem Plastik verpackt. Ah, du hast einen Tiefkühlst. Nein, es war alles durchdacht im letzten Moment. Kleiner Tipp, Kostümpartys, Halloween-Partys, bla bla bla. Legt einfach einen schwarzen Hoodie an mit einer grossen Kapuze und tut euch ein Schild um den Hals und schreibt etwas drauf, dann sind ihr das Kermit the Frog-Meme. Ja, aber eben das jahrelang gemacht hat, jahrelang funktioniert. Das meine ich, das sind so die... Musst du einfach etwas Lustiges draufschreiben? Der Jose, schau, das ist der lustig. Er ist der mit dem Schild. Du bist der Schild-Dude. Es gibt immer an jeder Verkleidungsparty gibt es den Schild-Dude. So, schau, ich habe da etwas. Das heisst, ich bin auch verkleidet. Er hat einen Meta-Gag gemacht. Ja. Das ist einfach so, bis 10 ist es lustig und erwachsen. Nennt mich Sedi Schild, Mann. Das ist wirklich so der. Aber ich finde es schön, dass du noch Halloween... Party 4. Ja. Das ist herzig. Ja, ich finde, das ist vor allem... Christmas Party, man, gibt's auch noch. Es gibt eine feine Grenze zwischen, ihr sucht einfach einen Grund, um wieder irgendeine verrauchte Party zu gehen. Aber wenn es selber organisiert ist, dann sucht man einen Grund, um seine Freunde wieder zu sehen. Und das finde ich cute. Und also die Organisatorin hat sich übertrieben Mühe, also wirklich, es ist verdammt krass. Ich zeige euch noch ein Bild. Hat sie so Muffins gemacht, wo so Geischli drauf waren? Nein, also, Alter, weil die ganze Wohnung ist... Wirklich? Also wirklich, ich zeige euch nachher Bilder, also wirklich so, wow, so Next Level Shit, so das sind krass. Das sind die gleichen Leute, die so Halloween-Partys organisieren so krasse Brunch. Weißt du, ja, was dann so selber gebackte Muffin und Avocado-Toast und so, das sind die gleichen Menschen. Ja, aber auch geil, Mann. Ich finde das auch schön, aber ich es wäre... Als Konsument, voll geil, sorry, wenn du so einen geilen Brunch hast. Ich Kollegen, Mann. Ja, aber ich finde einfach so einen geilen Brunch. Aber ich finde, als Gast an so Brunches, bin ich auch schon ein, zwei Mal eingeladen gewesen, und ich habe dann im Fall einfach durchgehend ein schlechtes Gewissen. Ah, nein, null. Die hat ja Freude an dem. Dass die jetzt so viel geschafft haben für mich. Und ich bin doch selber... Du kannst helfen aufräumen. Ganz aber das schießt mich eigentlich auch. Das denn schon nicht. Nein, das ist sicher. Boah, ich liebe so Leute.
Schon, ich bin apropos Halloween diese Woche im Handyladen gewesen, weil ich musste etwas an meinem Abo basteln. Und ich finde das so ein bisschen cringe, wenn so Firmen bei so... Weihnachten ist gerade noch so okay, wenn die so mit, aber wenn sie so Halloween für 3 Tage den ganzen Huren Handyladen also, umdekorieren... Meinst du SRF-Virus? Nein, ja, das haben wir ja gestern auch besprochen. Die sollen ihr Studio dekorieren, wie sie wollen. Ja, ja. Aber es stimmt schon, es macht nicht Sinn, sich bei einem Radiosender zu verkleiden, weil man sieht es ja nicht. Wer will es Ihnen sagen? Wollen wir es nachher überall noch sagen? Wenn wir es noch sagen. Ihr wisst, kannst du den Hut abziehen, den Zauberhut? Ohren sieht man nicht, gell? Also, niemand weiß, dass du ein Vampir bist. Nein, aber ich bin im Handyladen und habe etwas am Abo geschraubelt. Und dann die modernen... Was hast du am Abo geschraubelt? Was hast du? Der Handyverkäufer hat wieder irgendetwas anderes. Ich bin im Handyladen gesagt, Nein, es geht gar nicht um das! Alleine in Handyläden. Ich habe 40 Minuten Comedy-Bits über Handyläden. Du musst mit mir gehen. Ich bin der Handyläden Gold. Ja, ich nehme die auseinander. Ich kenne dann ihre Verträge besser als die. Aber ich sage jetzt, die modernen Handyläden haben ja die Verkaufstresen. Es ist ja nicht mehr so, du gehst jetzt zum Manager und der stört immer, sondern es ist alles so ein bisschen floating und so. Und überall werden auch noch Handys ausgestellt. So ein halber Star, halber ja, jetzt haben sie es schon gesagt. Es ist so ein halber Starbucks, Mann. Sie genau. Immer du hast schon die ganze Show, du hast schon 7000 Marken gesagt da rein. Ja, du hast gesagt, es ist nicht schlimm, Mann. Ich sage gleich, Chef ist in der Ferie. Der Chef ist in der Ferie, wir machen da, es ist... Ich sage nicht, dass die Sachen gut sind. Und sie haben so, und sie haben, ich glaube, irgendwie der Lehrling hat den Handyladen müssen dekorieren und sie haben so krass übertrieben und sie haben überall so, weißt du, so die Fake-Spinnenpuppen, Spinnennetz und so und die Plastikspinnen und so. Und der hat müssen, und ich bin beim Chef dran gekommen, zufälligerweise. Und der hat zuerst einmal müssen, die ganze hure Scheiß-Dekoration so links und rechts so wegschieben, dass er seinen Laptop mal anstellen kann. Und das ist wirklich so in einem riesen Haufen aus Gruselsachen und Spinnen. Und dann hat sich seine Maus hat sich verheddert im Spinnennetz. Also wieder müssen so ich so, Bro, wirklich, ich komme im Fall auch, wenn ihr nicht dekoriert habt. Es interessiert mich so nicht, was für eine Jahreszeit ist, wenn ich zu euch muss kommen. Lasst doch einfach den Scheiß in Ruhe und macht eure Arbeit einfach. Ich bin im Fall auch am Wochenende in so einen grösseren Elektronikfachhandel gegangen mit einem M im Logo. Auf jeden Fall bin ich dort reingegangen und es ist einfach so ein riesen Laden und null Dekoration. Also weißt du, sie haben sich wirklich keine Mühe gegeben, aber... Und das kommt natürlich auch nicht, oder? Nein, das ist okay. Ich finde so, okay, in dem Fall ist das Halloween kein Thema, voll easy. Und dann kommst du an die Kasse und an die Kasse haben einfach so 2 von 5 Mitarbeitern unmotiviert so einen Zauberhut an. Das ist einfach so... Das ist einfach so, aber... Sind sie aber bei dem Kontos leer? Das langt halt auch nicht, wenn 2 Leute einfach unmotiviert wird so einen Zauberhut da haben und so, ja, nächste bitte. Und dann sagen sie, du musst den Hut nicht. Und weißt du, es haben nicht einmal alle den Hut da gehabt. Ja. Einfach so. Und es war lustig, die Männer haben den Hut alle nicht da gehabt, aber von den Frauen, von 3 Frauen haben 2 den Hut da gehabt. So, also, hey, macht halt auch mit. Weißt du, so wie die Männer, so, kein Bock. Aber es ist so, ich meine, da braucht es einfach einen starken Chef oder eine Chefin, die einfach mal sagt, hey, jetzt legen dir alle den Zauberhut da. Das ist ja kein Commitment. Es war halt sehr schäbig gewesen. Ich habe gefunden, dann lieber so, dass man halt sich in der Spinnennetz also so halbpatzig, nicht? Ich bin immer für voll übertrieben. Ich habe eine Lehre im Detailhandel gemacht. Und hat ich habe auch einen grossen Elektronikladen gearbeitet. Und ich als Lehrling musste die Weihnachtsdekos machen. Und wow, habe ich es übertrieben. Ich bin zuerst sehr viel Zeugs auf Spesen einkaufen, obwohl wir schon mega viel Zeugs haben. Und ich habe einfach wirklich... Also es sind Punkte, wo mein Chef zu mir kam und gesagt Josef, wir können so nicht arbeiten. Es ist zu viel. Es ist einfach wirklich zu viel. Und ich so, nein, dort nochmal ein Stern und dort nochmal ein Kleber und da nochmal ein Weihnachtsmann. Und es ist wirklich so, es ist unangenehm geworden für die Leute. Weil einfach, und ich bin nach dem Tag einfach, es hat so Glitzersterne gehabt. Ich war voll mit Glitzer gewesen. Ich habe es so geil gefunden. Hast du nachher gleich an einen Rave gehen? Ja, ich hatte den Lehrling so gerne kennengelernt. Es alle gehasst, Mann. Ich habe es geliebt. Vielleicht hat Josef noch ein kleines Side-Business in dem Handyladen, wo du gsi bist, ist eigentlich Josef Sinn. Er macht Dekos für Handyladen. Oh, das könnte ich das als Side-Business aufmachen, Dekorateur. Aber eben, das können wir ja eigentlich auch professionalisieren. Nicht? Du musst nicht den Lehrling einrichten. Nein, du musst, ja, machen wir etwas. Eine Firma und dann machen wir den Laden ein bisschen spooky. Hey, ja. Du bist noch an der Herbstmesse, Moiri. Ja. Das wird jetzt auch noch schauen. Ich weiß nicht, ich habe von Herbstmesse viel gehört, ich habe lange nicht gewusst, was das ist. Also es ist so ein bisschen das Knabenschiessen, oder, in Basel? Es ist so ein bisschen einfach noch viel cooler einfach. Cooler als Knaben, aber es ist ein Kilbi, oder was ist es? Ja, es ist, genau. Was ist gemessen?
Also was ist für ein Mess? Herbst, also, weißt, wie fest der Herbst schon da ist. Nein, aber was gibt es an dieser Mess? Was kann man, an einer Mess kann man doch immer Sachen anschauen. Ja, eben das verwirrt mich, weil es ist eigentlich ein Kilby, aber ich habe mich informiert. Ich habe meiner Freundin die Herbstmess zeigen und habe mich dann natürlich vorgängig informiert, dass ich dann auch keinen Scheiß erzähle. Und es ist tatsächlich so, die Herbstmess, es gibt so eine offizielle Organisation, und im Logo von dieser Herbstmesse, mehr vom Herbstmesse-Logo. Ja. Dort steht, der Basler Herbstmesse sind irgendwie 1400. Nein, doch. Also. Hast du es ihr auch so erzählt? 1400 irgendetwas. Also es ist wirklich, die Herbstmesse ist uralt. Das ist krank alt, die Herbstmesse. Nicht noch viel älter, als man sich je vorstellen kann. Irgendwie 500 Jahre alt, ich weiß es nicht. Okay, krass. Und damals ist das wirklich so eine Warenmarkt gsi. Hör auf gerne, sobald ich es erzähle. Ja, es ist wirklich so. Also, und es ist schön, die Herbstmesse ist 1400. Ich so, du erzählst jetzt irgendwas von Achterbahn oder vom Freefall Tower. Nein, kommt der mir mit. Es war eine Warenmesse gsi und dann hast du einen Esel abgeben und hast ein Huhn bekommen. Like, what the fuck, Bro? Das ist jetzt ein typisches Beispiel, von was, mit was der Mettu und ich jede fucking Woche zu tun haben. Wenn der Moiri eine Geschichte erzählt, dann fängt es immer egal was es ist, es fängt immer bei 1400 an. Es fängt immer wirklich so ein paar Jahrhunderte früher an und dann musst du langsam heranarbeiten. Sag doch einfach, die Herbstmesse gibt es schon mega lang und das ist eine Warenmesse. Fertig. Ja. Es gibt schon mega lang. Es interessiert mich nicht mehr um die Herbstmesse. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, danke, Josu. Der Besucherrückgang hat ein bisschen, also es, ja, nein, sind ja, immer ja, mehr, Besucherrückgang. Es sind immer weniger, nein, spannend, es sind ja immer weniger Messebesuchende gekommen. Hast du Zahlen zu dem vielleicht? Nein, im Prozent nicht. Und dann haben sie angefangen, Bahnen dazu zu stellen, dass die Leute wieder kommen. Oh. Ah. Und dann haben sie gemerkt, das mit den Bahnen funktioniert ja viel besser als der Krümpel, den wir den Leuten andrehen wollen. Und dann haben sie immer weniger Sachen wollen verkaufen und es sind einfach mehr Bahnen und mehr Essensstände dazugekommen. Und jetzt ist eigentlich nur noch Bahnen und Essensstände und der Teil von der Warenmesse, wo die Leute ihre Staubsauger wollen, so. Es ist eigentlich wie Teleshopping, einfach live. Und es gibt noch so eine kleine Ecke in der Halle, wo das noch ein bisschen gemacht wird, aber der grosse Teil sind jetzt einfach Bahnen und Essen. Mhm. Für alle, die jetzt hier Moiri seine Erklärung geskippt haben, ich fasse schnell zusammen. Die Herbstmesse gibt schon mega lang, es war eine Warenmesse gewesen, und jetzt kennt es eigentlich nur noch Bahnen, weil das geiler ist und mehr Leute anzieht. 10 Sekunden. Exakt, eigentlich das. Ja. Mhm. Und wir haben uns durchgekämpft. Es ist ein grosser Stadtspaziergang geworden, wo wir von Platz zu Platz gespazottelt sind und das gespazottelt. Und auf jeden Fall haben wir, ich muss sagen, was willst du eigentlich? Ich habe Herbstmesse ein Wieso ist das ein Thema darauf? Spannender in Erinnerung, als sie tatsächlich ist. Es ist so ein bisschen wie der Europapark. Da ist auch irgendwie viel grösser und viel imposanter gewesen, wenn man selber kleiner ist. Jetzt ist es einfach eine grosse Asi-Veranstaltung, wo einfach so Menschen 10 Stutz zahlen, um einmal durch die Luft geschleudert zu werden. Ja, aber wie jede von diesen Dings, Mann, jeder von diesen Vergnügungsfest und Park. Ja, mein Highlight so ist einfach so. Also Knabenschüsse, Zürichfest, ist ja alles genau gleich. Mein Highlight war eigentlich der Moment, wo auf dem einen Platz, auf dem Kasernenareal, wo so ein bisschen, ich sage jetzt, der Treffpunkt von den Jungen ist, dort war eigentlich das Highlight von dieser ganzen Geschichte ein grosses Plakat gewesen, und drauf gestanden, deine Mutter will dich nicht im Knast besuchen, los das Messer daheim, deine Stadtpolizei. Und dann habe ich gemerkt, look, ich glaube, die Herbstmesse ist für mich. Du bist nicht das Ziel. Also, für mich jetzt nicht mehr der Ort, wo ich angehöre. Sie haben gedacht, der beste Ort für Präventionskampagnen gegen Messer ist an der Herbstmesse. Es ist wirklich. Also, es ist in dem Fall. Es ist der Ort, wo die Stimmung so aufgeheizt ist, dass das Plakat Sinn macht. Ja. Und ich habe wie so gemerkt, look, es war schön, um einmal durchzulaufen, aber ich glaube, die Basler Herbstmesse hat es. Ich gehe vielleicht noch auf einen Platz, wo die Foodstände sind, wo die Käsebängel und so verkauft werden. Und ich glaube, dann habe ich das gesehen. Bist du am Abend gegangen oder am Tag? Ich war am Tag gewesen, und es hat schon mega viele Leute gehabt. Aber es war auch so eine Stimmung, gewesen, so eine Aufregung. Ich meine, so am Tag ist doch easy. Ja, am Abend sind doch immer alle auftreten. Es war schon auch ein bisschen ein Ellbügel gewesen. Und ich wollte jetzt noch auf die Bahn und ich wollte noch das machen. Und es war alle so mega im Stress gewesen. Und
du hast nie normal zu zweit so durchlaufen, sondern du hast immer müssen, dich schmal machen und ich muss da noch schnell durch. Und, Kilbi sind wirklich so etwas Unterwegs. Nicht, weil du, es hat viel zu viele Leute, du kannst nie jetzt irgendwie herchillen und weißt, dann hast du etwas zu essen und isst das irgendwie so im Stehen, irgendwie so unter einem Schermen, weil es irgendwie kommt regnen. Dann gibt es die Bahnen, die irgendwie hure teuer sind und irgendwie fühlst dich halt zu alt, um auf so eine gehen und wenn du auf eine gehst, wirst du schlecht. Es ist wirklich, eigentlich ist es wirklich so ab 14 ist es wirklich, vorbei. Es ist wirklich nichts mehr mit Vergnügen zu tun, Mann. Es ist ich glaube, so die einzige Messe, wo ich finde, in der Schweiz, wo es gecheckt hat, wie man das kann attraktiv behalten kann, auch für ältere Leute, ist die Olma in St. Gallen. Weil die haben einfach gecheckt, der einzige Grund, warum die Leute sich treffen wollen, ist zum Saufen. Und dann haben sie einfach eine Weinhalle gemacht, eine Degustationshalle, wo sich einfach alle die Lampen füllen und dann ist dort die Party und dann gibt es noch so Säulerennen, wo man kann wetten. Ich glaube, die haben das einfach wie gecheckt und es gibt auch so einen Kilbi-Teil, aber auf den muss man eigentlich nicht gehen als erwachsener Mensch. Und es ist wie so, und die Leute gehen ihr Leben lang an die hure Olma, wenn sie aus der Region kommen. Und es macht irgendwie Sinn, weil einfach dort, das ist so wie Fasnacht. Noch nie. Es sind einfach alle eine spassige Zeit. Also ich glaube auch, das ist so Einzugsgebiet Ostschweiz halt. Da ist man im Aargau nicht mehr dabei. Aber ich finde, die haben das Konzept gecheckt, wie man es halt auch für ältere Leute attraktiv macht. Und das ist, glaube ich, immer noch mega erfolgreich. So Herbstmesse und auch so Knabenschüsse in Zürich. Das ist einfach so... Was ich aber sagen muss, Badefahrt macht es auch sehr gut. Ja, aber das bin ich jetzt noch nie gesehen. Es ist alle vier Jahre, aber die haben auch riesen Menschenandrang. Es läuft zwei Wochen lang. Jeden Tag sind nur viel. Aber sie leiten es halt geil durch die Stadt durch. Und es gibt so viel, es gibt so viel Angebot, dass du Leute wirklich geil verteilen kannst. Aber ja, am Ende des Tages ist es auch einfach nur eng und warten und scheiße und drum. Ja. Als 10-Jähriger mit einem 80-Jährigen kannst du es machen. Mhm. Ja, aber als 80-Jähriger ist halt gar nicht in die Kategorie. Als 80-Jähriger bist du nicht mehr her. Wieso? Mit den Grosseltern an der Herbstmesse. Immer mit den Grosseltern an der Messe. Schon? Ja, das haben wir immer gemacht. Ich hätte Angst um meine Grosseltern gehabt, wenn ich da an so eine Kilbi gegangen wäre. Hey, jo. Aber wir fassen zusammen, du hast eigentlich nichts erlebt an der Herbstmesse. Du bist auf eine Bahn gegangen, wenigstens. Wir sind aufs Riesenrad. Wir sind tatsächlich aufs Riesenrad. Wow, wirklich. Niemand geht aufs Riesenrad. Moll! Bis 10 ab 8. Bis 10 ab 8. Riesenrad. Bis 10 ab 8. Niemand geht aufs Riesenrad. Wirklich. Riesenrad ist so wack, Alter. Wirklich, das ist so... Das ist kein Basel, Alter. Ich habe jetzt keinen Adrenalinschub erwartet vom Riesenrad. Ich kann einfach mal... Hast du einfach ein bisschen rummachen? Nein! Riesenrad ist so, wo so 14-Jährige gehen. Wo sie den Move bringen, wo sie gähnen und nachher aus den Armen und Schultern. Das machst du auf dem Riesenrad. Oder wenn du mega unkreativ bist für einen Heiratsantrag. Genau. Also in London Eye stehen doch die Leute wirklich an mit ihren Ringen unten dran. Nein, wirklich? Das ist wirklich das Ding in London, bei dem London Eye, das ist das Riesenrad. Und das ist wirklich auch so ein Ort, wo die Leute Heiratsanträge machen. Und es gibt wirklich unten so Schlangen, und das sind immer so Perlen, wo du weißt, sie weiss es ja schon, wenn sie da unten steht. So unangenehm. Ah ja, super. Wie lange muss ich noch warten? Okay, da oben machst du nachher gerade das Ding mal auf. Nein sagen, nice. Ich würde sofort Nein sagen. Wenn man jemand auf meinen Riesenrad einen Heiratsantrag will machen, ich würde Nein sagen. Dann bekommst du einen Heiratsantrag im London ein und dabei bin ich, der einfach dort Ferien macht und eine siebenköpfige indische Familie auch noch. Weißt du, so unangenehm für alle Beteiligten. So, ja, jetzt macht er da einen fucking Antrag und ich einfach wollte Bilder machen für Insta. Weißt du, so nervig, Mann. Also, Service Public für euch, die zuhören, wenn ihr jemals einen Heiratsantrag auf einem oder bei einem Riesenrad überkommen, sagen nein. Ja, wie, je nachdem. Man kann ja selber entscheiden. Aber ich meine, du bist offenbar ein Freund von Riesenrad. Nein, ich habe jetzt einfach mal wollen. Ich habe noch nie. Wahrscheinlich bis jetzt vorher hat der Moiri sich das überlegt. Oh, das wäre aber eine gute Idee. Hast du noch eine Tattoo-Idee? So ein Riesenrad-Tattoo. Weißt du, hat man gerade noch die Aussicht und das ist wie so, wir sind jetzt auf dem Höhepunkt von eurer. Das ist eigentlich eine schlechte Metapher für einen Höhepunkt zu einer Liebesbeziehung. Ja, man ist halt am Höhepunkt und nachher geht das Riesenrad wieder runter. Ja. Wir haben die richtige Kabine verwischt. Wir haben die Kabine verwischt, die Bolzen gerade zoberst angehalten hat.
weißt du, du hast ja, wenn du je nachdem, wo du einsteigst, bist du dann so ein im oberen Drittel oder ja. so. Du bist da wieder viel zu viel drin. Du hast wieder Leute im Fall einfach vorgelassen und gesagt, ich nehme die Tierkabine mit mir nehmen. Du bist wieder im Fall. Ja, hey. Ja. Das war noch mein Erlebnis. Schön. Die Stadt ist noch schön, der Herbstmess, wirklich, das lohnt sich nicht mehr. Das ist wirklich ein bisschen vorbei. Ja. Soll ich den magischen Satz sagen? Ja. Fühlt ihr euch gedebrieft? Ja. Ja, absolut. Hey, schön war mit dir, Josa, mal. Stimmt, da sein, wenn ich weg bin, dann bist du da. Ja. Die haben dich noch nie gesehen. Live gesehen im Podcaststudio. Aha, ja, sonst haben wir das schon noch nie live gesehen. Stimmt. Nein, ich habe es jetzt neue Kombo cool. Ich habe es schön gefunden. Mir hat es auch fest Spass gemacht. Ich bin mir gar nicht sicher, ist der Matthew nächste Woche noch weg? Ich glaube schon, ja. Du musst noch mal. Muss ich das, den Bums noch mal rauffahren? Da? Ja. Das hast du aber eine Woche üben. Hast du das FaceTime aufgenommen da? Nein, ich glaube, ich kann es. Also, wenn ihr das hört, dann habe ich es können. Danke vielmals, eine schöne Woche. Genießt schöne Woche. Bis bald. Bye, bye. Eben das Schöne. Das Riesenrad, Alter. Ja, ich wirklich. Ich habe gedacht, irgendjemand muss ja... Bist du wenigstens schiessen? Nein. Das mache ich sehr gerne. Ich würde gerne schiessen. Ich bin mega gut im Schiessen. Debriefing.